Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rewind und Relive. Und es ist schon ein bisschen her seit dem letzten Mal, ich gebe es zu, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wer an der anderen Seite der Leitung ist. Wer ist denn da? Hallo, ist da überhaupt jemand? Ja, hallo, hier ist der Oliver. Hallo Oliver, vielleicht kennst du mich noch, ich bin der Andreas. Oh, Andreas, ich kenne so viele Andreasisse. Ja, gut, ich bin der eine da. Ach, der eine. Jetzt weiß ich, wer du bist. Genau. Wenn du der eine bist, dann bist du der eine, genau. Okay, vielleicht sollten wir den doofen Smalltalk gleich dieses Mal am Anfang lassen und beherzt zu unserem Thema springen, das heute wieder um eine Bestenliste geht. Wir haben ja schon, glaube ich, vor zwei Folgen so eine Liste gemacht von Filmen, die andere total kacke fanden und wir super gut, falls ihr euch noch erinnern könnt. Heute wollen wir den Spieß mal ein bisschen umdrehen. Wir machen eine Liste, nämlich von Computerspielen, die andere super dufte finden, aber wir ehrlich gesagt eher scheiße. Ich glaube, so war es abgemacht, oder? Genau, ich hätte jetzt gerne den Song eingespielt, weil das wäre auf jeden Fall das passende Signal gewesen für den Haufen Mist, um den wir uns gleich um Kopf und Kragen reden werden, befürchte ich. Ja, den Song haben wir leider schon verballert in einer der vorherigen Folgen. Ja, siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Ja, das war, glaube ich, bei unserer schönen Folge über die TV-Serien aus der Kindheit. Aber egal, ich glaube, unsere Hochrechnungen haben ja gezeigt, wir haben nur noch ungefähr 3 Zuhörer übrig. Und ich glaube, die werden wir uns heute total verkraulen, denn ich glaube, wir werden ein paar Leuten ordentlich vor Schienbein treten, oder? Es, glaube ich, kommt bei meiner Liste auf jeden Fall darauf an, wie alt die Personen sind, weil ich habe doch ein paar Titel dabei, die schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel haben manchmal. Ja, geht mir auch so, aber ich habe mich trotzdem bemüht, auch ein bisschen was Neueres reinzubringen. Auf jeden Fall, ich glaube, man kann sagen, die Folge heute wird sehr subjektiv, also ich werde mich zwar bemühen, du wahrscheinlich auch, ein bisschen objektive Argumentation hier reinzubringen, aber ich mache von Anfang an keinen Hehl draus. Ich glaube, das wird heute sehr persönlich. Was ganz Neues. Genau. Stimmt. Aber solche Folgen, haben wir ja gemerkt, machen trotzdem am meisten Spaß aufzunehmen, hoffentlich auch zuzuhören. Mhm. Und vielleicht sollte ich gleich mal am Anfang sagen, wir haben ja jetzt so salopp gesagt, Spiele, die andere gut finden, aber wir scheiße. Ich möchte das vielleicht gleich ein bisschen abmildern, denn nicht jedes Spiel, das heute auf meiner Liste ist, halte ich für schlecht oder gar scheiße. Einige sind eigentlich sogar recht manierlich, aber viele von den Spielen, die ich heute zumindest anspreche, die nerven mich einfach, weil sie einfach so ungerecht hoch gehypt und gelobt wurden und einen guten Ruf haben für was auch immer, und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum. So ähnlich geht es bei meiner Liste auch, nur da ist es so, dass es, da gibt es auch Spiele dabei, die an sich mir eigentlich gefallen müssten, aber ich mich in dieses Spielprinzip, was dieses Spiel bietet zum Beispiel, oder die Story, mich einfach nicht, ja, dass mich nicht einfach nicht trifft oder mir nicht passt oder ich mich da einfach nicht drauf einstellen kann. Warum, welche Gründe das hat, kann ich dann später auch erklären am Spiel selbst, werden wir dann sehen. Aber es ist ähnlich wie bei dir, aber ich werde jetzt keine Halbspiele nehmen zum Beispiel, da habe ich keine drin. Ich leider schon einige, aber ich werde darauf zu sprechen kommen, wenn wir bei den jeweiligen Titeln sind. Und ich entschuldige mich auch gleich bei dir, Oliver, denn ich weiß, dass ich dir heute vors Bein treten werde, zwar einige Male. Ich hol schon mal meine Taschentücher. Ich hab sie schon bereitgelegt. Also ja. Nicht nur eine Packung, sondern sogar 2. Das will ich hoffen für dich. Und weil ich heute so böse zu dir bin, mache ich dir ein Kompromissangebot. Mhm. Du darfst mit dem ersten Titel anfangen. Achso, ich dachte, du gibst mir jetzt ein Spiel von dir vor, was du sehr gerne magst und ich kann es kaputt machen, aber okay. Ja, dann nehme ich doch gleich mal eins aus meiner Liste hier. Nee, bitte fang doch an. Gut, dann fange ich mal an. Dann muss ich mal ganz, ganz kurz in meine schlaue Wordliste gucken, weil wir wissen ja, Männer können sich nichts merken. Und ich fange mal mit einem Knaller an. Und eigentlich habe ich vorhin schon wieder Quatsch geredet, weil ich hatte gesagt, ich habe kein Halbspiel. Aber ich glaube, diese Reihe, die ich jetzt anspreche und vor allem dieses Spiel, ist wohl einer der Hypes schlechthin. Nein, es ist nicht COD, es ist nicht GTA, es ist Skyrim aus der sehr beliebten Reihe The Elder Scrolls, die jetzt schon seit, lass mich überlegen, Ende 93, Anfang 94 existieren müsste. Bei Elder Scrolls, wer es noch nicht kennt, was ich nicht unbedingt für wahrscheinlich halte, außer vielleicht Andreas. Ich kenne Elder Scrolls, keine Sorge. Oh, ja. Da handelt es sich um eine der größten Open-World-Rollenspielreihen unserer Zeit, jetzt schon kann man sagen. Hört sich komisch an, wenn man das so sagt. Umfasst momentan 5 Teile, sind Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion und das eben genannte Skyrim.
Interessanterweise habe ich Oblivion sehr gerne gespielt, warum auch immer. Aber habe auch da schon gemerkt, dass Bethesda, der Hersteller oder der Developer der Serie, auf die immer gleichen Assets und Kniffe zurückgreift. Das heißt, eine riesige generische Open World, die von einer spindeldürren Story zusammengehalten wird, die man wirklich auf eine Serviette schreiben könnte. Und mit Nebenquests zugeballert ist, die auch ebenfalls generischer nicht sein könnte, wie die Landschaften, die sie umgeben. Bei Skyrim ist es in der Hinsicht für mich noch schlimmer gewesen, weil dort auch die Grafik generisch ist. Das heißt, es ist wirklich ein Grau in Grau. Alles sieht gleich aus, jede Höhle sieht gleich aus, jeder Stein, jeder Baum. Es ist die pure Langeweile in Perfektion. Und da kann ich diesen Hype, den das Spiel auf jeden Fall hat, und auch den Erfolg und auch die riesige Wertung überhaupt nicht verstehen. Aber man kann wirklich fast jeden Gamer fragen, der was auf sich hält. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass er dieses Spiel wirklich abgöttisch liebt. Und dann gibt es halt auch diese tollen Sprüche, ja, wer Schnellreisefunktionen benutzt in Skyrim oder in Elder Scrolls, ist kein richtiger Elder Scrolls-Spieler. Man geht zu allen Gegenden zu Fuß, zu allen Örtlichkeiten oder reitet mit dem Pferd oder was ich, was man da machen kann. Vielleicht kann man auch Drachen fliegen, keine Ahnung, so weit bin ich nie gekommen. Aber wie gesagt, ich habe es mir noch in Oblivion gefallen lassen, das Generische. Habe sogar durchgespielt nach 100 Stunden. Aber Skyrim habe ich dann irgendwie nach 10 Stunden abgebrochen, weil das war echt das Gleiche und nochmal schlechter, meiner Meinung nach. Also ich verstehe nicht, warum Leute auf dieses Generische abfahren. Es ist zwar riesengroß, aber es ist so seelenlos. Ich meine, ein gutes Beispiel für eine gute Open World, die natürlich nur ein Bruchteil so groß ist, aber trotzdem mit Leben gefüllt ist und wo es wirklich einzigartige Punkte gibt, ist zum Beispiel die immer oft von mir zitierte Gothic-Reihe zum Beispiel. Oder halt auch, obwohl, oder eigentlich auch gibt es da nichts anderes bei mir. Es ist wirklich die perfekte, jedenfalls die ersten beiden Teile sind für mich die perfekten Open World selbstgebauten Spiele, was das angeht. Und das ist wohl wieder mehr so ein europäisches Ding, denke ich mal, weil die Amis mögen halt wohl eher diese generische Leere. Ich kann das ein bisschen schwer beschreiben, aber ich glaube, man versteht, wie ich das meine, meinen Frust darüber. Und ich finde es halt schade, dass sowas so erfolgreich ist und immer mehr gefördert wird, während solche Reihen wie, solche wirklich kleinen Reihen eigentlich wie Gothic im Ausland, vor allem im westlichen Ausland, sehr gescholten werden und dann damit 60er-Wertung abgestraft werden, obwohl sie spielerisch, nicht unbedingt storymäßig, aber spielerisch, was die Verzahnung angeht, an Nebenmissionen und Hauptmissionen, perfekt zusammenarbeiten. Ja, also ich habe Skyrim persönlich nicht gespielt. Ich kenne noch die alten Elder Scrolls-Teile und die auch nur eher oberflächlich. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist allgemein so ein bisschen das Problem von Open-World-Spielen, dass die von einer gewissen Zielgruppe immer sehr total gehypt werden, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Open-World ist halt Open-World. Das ist vor einigen Jahren mehr oder weniger was ganz Neues gewesen. Man hat eine offene Welt, wo man so frei und weit rumlaufen kann, besonders bei so Spielen wie Skyrim, wo du halt ein sehr großes Areal hast, das ist halt was Tolles, Besonderes. Aber auf Open-World-Spiele, ich habe da auch so ein Beispiel in meiner Liste, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen, dann werde ich mein Blabla dazu ablassen. Du meinst ja, du hast ein paar ganz alte Spiele im Petto, jetzt habe ich mir schon gedacht, da kann ich nicht mithalten. Ich hab nicht gesagt ganz paar alte Spiele, also nicht ganz alte Spiele, sondern nur wirklich so, also Elder Scrolls ist ja auch schon, Oblivion zum Beispiel ist ja auch schon fast 10 Jahre alt, also ich habe auch die meisten Spiele, die jetzt in meiner Liste vorkommen, muss ich mal kurz schauen, sind so in dem Dreh Ende 90er, Anfang 2000er, sehe ich gerade. Gut, nämlich das erste Spiel, das ich ansprechen will, ist nämlich jetzt fast schon 30 Jahre alt, also fast so alt wie ich schon, und ich würde es bezeichnen als eins meiner absoluten Hassspiele, weil ich damit eine ganz persönliche, schlechte Erinnerung gemacht habe. Und der Titel heißt Thunderblade, Donnerklinge auf Deutsch übersetzt. Und das ist für mich wirklich das beschissenste, dreckigste, widerlichste und Brechreiz hervorrufendste kommerzielle Spiel aller Zeiten. Kam damals von Sega, eine Firma, die ich normalerweise sehr gern habe, aber da haben sie sich's bei mir verschissen. Wie schon gesagt, das Spiel symbolisiert für mich traumatische Erlebnisse. Das ist eigentlich so ein Helikopter-Action-Titel,
der ursprünglich aus den Spielhallen kommt. Genauer gesagt kam er aus dem Jahr 1987 und er wurde auch auf zig Systeme portiert. Amiga, Atari ST, Master System von Sega, Spectrum, bla bla bla. Ich habe mir damals die PC-Version teuer im Laden gekauft, so als 12-Jähriger oder so. Und das natürlich mit dem hart ersparten Taschengeld, weil einfach die Packung so geil aussah. Die Screenshots, die versprachen halt so voll so diese geile Adrenalin-fördernde Action mit wunderschöner, farbenprächtiger Grafik. Mit Riesenfreude daheim angekommen, ausprobiert, war natürlich ein Riesenschund, war so verärgert, dass ich damals am liebsten wirklich 100 Babys und Hundewelpen mit Stahlkoppenstiefeln ins nicht? Gesicht treten wollte. Ja, warum nicht? Macht man ja gerne mal in der Freizeit. Auf dem PC sah das Spiel natürlich absolute Rotze aus. 4-Farben-Grafik, CGA, PC-Speaker, weil natürlich die Krux wieder war, auf der Packung waren die Screenshots von der wunderschönen Amiga-Version drauf. Da hat man die Leute früher ja immer schön verarscht damit. Das Spiel selber war noch ein viel schlimmeres Debakel. Ich habe es wirklich versucht, ernsthaft zu spielen dann, weil ich hunderte, tausende Male, weil ich habe ja wirklich mein schwer verdientes, in Anführungszeichen, Geld dafür ausgegeben. Also das Problem an dem Spiel war einfach, ich habe nie die Startsequenz, die Hubschrauber-Startsequenz am Anfang überstanden. Ich bin da nie drüber hinweggekommen, weil sobald ich den Boden verlassen hatte, wurde ich sofort von 17.000 Geschützen und Raketen eingenebelt und ich habe nie länger als 5 Sekunden überlebt. Also keine Ahnung, ob das Spiel, ob der Port auf dem PC wirklich so broken war oder ob ich einfach nur zu dumm war oder beides. Also ich glaube, die Startsequenz, die hat sich wirklich mein Gedächtnis eingebrannt und immer wieder, wenn ich dran denke, weine ich heute noch leise vor mich hin. Also ist für mich wirklich ein Dreckspiel per se und ich habe es dann auch irgendwann an irgendjemanden random auf dem Schulhof weiter verschenkt und ich möchte es wirklich nie wieder sehen. Boah! Ich kann jetzt leider nicht zu dem Spiel sagen, weil ich kenne das leider nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst einen anderen Titel, weil 30 Jahre zurück hätte auf was anderes gepasst, auf so einen Typen, der so ein ja, der so Klempner ist zum Beispiel. Ja, auf Nintendo komme ich heute auch noch zu sprechen, das kann ich schon mal versprechen. Aber wohl Thunderblade, ich glaube, es gab dann später auch noch eine andere Version, Super Thunderblade, aber bitte nagel mich nicht drauf fest. Und allgemein wurde das eigentlich, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, von der Presse immer recht gut angenommen. Also für mich war das absolut nix. Muss ich mir vielleicht mal irgendwie ein Video anschauen, ich sag mir wirklich jetzt überhaupt nichts. Dann aber bitte die PC-Version. Okay. Gut, willst du noch was sagen dazu, oder? Nein, ich glaube, ich habe meine Meinung deutlich gemacht. Okay, gut, wie gesagt, ich kann leider nichts dazu sagen, weil ich es nicht kenne, jedenfalls nicht bewusst. Vielleicht habe ich es, wie gesagt, mal gesehen, aber na, mal schauen. Soll ich jetzt weitermachen, oder du, oder wie, oder wo? Mach gern weiter, ich würde sagen, wir wechseln uns schön ab. Okay, bei mir geht's jetzt weiter mit einer weiteren, sehr beliebten Reihe, und zwar ist diese Reihe ursprünglich aus einem anderen Franchise herausgegangen. Vom Namen her könnte man das jedenfalls sagen, ist aber eher inoffiziell, also es hat nichts mit den Vorgängern zu tun. Und zwar geht es jetzt hier bei mir um die Bioshock-Reihe, also um die komplette Reihe, die anno 2007 von Irrational Games, die es ja jetzt leider nicht mehr gibt, glaube ich, aus dem Boden gestampft wurde und mit Bioshock Infinite, dem sogenannten dritten Teil oder dem quasi dritten Teil 2013, ihr momentanes Ende gefunden hat. Die Reihe hat wirklich extremst gute Kritiken eingefahren, also wirklich Wertung jenseits der 95er und so weiter und so fort, ist bei Kritik, Presse und auch bei Spielern äußerst beliebt. Ich habe auch den ersten und dritten durchgespielt, den zweiten habe ich in der Mitte abgebrochen, kann da auch den Hype oder auch die Faszination kaum verstehen. Wie soll ich das erklären? Also es basiert ursprünglich vom Namen her auf der Reihe System Shock, kennt man vielleicht, gab es auch zwei tolle Teile von. System Shock war absolut super, wenn ich kurz unterbrechen darf. Super Spiele, super Atmosphäre, war wirklich bahnbrechend damals. Kann ich dir nur zustimmen, vor allem der zweite hat seinerzeit eine Menge richtig gemacht und auch eine Menge etabliert als Standard, hat aber leider nicht den kommerziellen Erfolg bekommen, den es eigentlich bekommen hätte sollen. Und wurde, glaube ich, aber auch, war das auch schon von Irrational Games? Puh, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Du meinst System Shock? Ja, also der zweite. System Shock waren beide Teile, glaube ich, von Looking Glass, ne? Ja. Warren Spectors Marke. Genau. Deswegen habe ich immer so ein bisschen System Shock 2 so ein bisschen in Ansätzen mit Deus Ex verglichen, weil so Parallelen gibt es da schon so ein bisschen. Jedenfalls zurück zu Bioshock zu kommen. Bioshock hat an sich, also eigentlich alle drei,
Eine ganz okay Geschichte, eine ganz okay Grundprämisse, auch wenn mir da dieser Stil nicht gefällt, weil Bioshock hat so eine Art Deko-Stil, nennt man den ja, das so 20er Jahre darstellen soll. Also spielt alles in so einer untergegangenen Unterwasserstadt, wo alle Leute irgendwie durchgeknallt sind und total die Psychos sind. Und dann gibt es halt diese riesigen Roboter, die Big Daddies, die so Art wie Riesen aussehen mit uralten Taucheranzügen und so eine Art Bohrer. Und dann haben immer so eine kleinen Mädels dabei, die immer Adam quasi aus den ganzen Verrückten per Spritze entnehmen. Und Adam kann man dann benutzen, zum Beispiel, um sich psychokinetische Kräfte anzueignen und so ein Quatsch alles. Jedenfalls, Bioshock 1 und 2 sind direkte Nachfolger, oder der zweite ist ein direkter Nachfolger zu Bioshock 1. Und Infinite ist, glaube ich, ein Vorgänger. Das spielt so um die Jahrhundertwende und ist in so einer Art Luftstadt. Das heißt, eine Stadt, die wirklich in der Luft schwebt oder Luft fliegt sozusagen. Ein wirklich tolles Setting an sich, aber an sich, wie gesagt, aber auch wieder nicht meins sozusagen, weil es ist auch so eine Zeit, die mich so gar nicht interessiert, muss ich sagen. Aber das ist jetzt mal was anderes. Es hat jetzt nicht meinen Grund, mir den Grund gegeben, die Spiele nicht zu mögen. Was mir nicht gefällt, ist unglaublich generische Gameplay von Bioshock, also allen drei Teilen. Da hat man so eine schöne, wirklich gute Story, die einen eigentlich auch gut packt. Kommt immer drauf an, was gerade passiert. Aber das Shooter-Gameplay, das wirkt so unglaublich aufgesetzt bei allen drei Teilen und ist auch noch recht schlecht programmiert, meiner Meinung nach. Kein gutes Gunplay, also man kann da wirklich manchmal Dutzende von Magazinen auf einen Gegner abballern und das passiert nichts, der klickt nicht um. Und man selbst wird immer getroffen, weil die KI so gut schießt oder so gut trifft oder so gut programmiert ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls, dieses Konstrukt zwischen Gameplay und Umfeld, das passt einfach nicht zusammen, meiner Meinung nach, bei Bioshock, wirklich bei allen drei Teilen. Den zweiten hatte ich deswegen auch aufgegeben nach der Hälfte ungefähr, weil es wirklich eins zu eins das gleiche war wie im ersten Teil. Und naja, wie gesagt, es hat mir halt nicht gefallen. Den dritten wollte ich noch die Chance geben, weil wirklich alle den durch die Bank durchgejubelt haben und ich habe da auch den Meinungen geglaubt von Kritikern, denen ich eigentlich wirklich immer glaube und die mir eigentlich immer gut beraten haben im Netz, aber selbst da habe ich gemerkt, die waren irgendwie bloß gehypt, so wie es aussieht, oder ich bin nicht empfänglich dafür, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Bioshock, die Reihe ist für mich nach dem dritten Teil wirklich endgültig gestorben, also interessiert mich null. Also, wenn Gameplay und Story, ich weiß nicht, man sagt ja manchmal, Gameplay kann gut sein, Story scheiße, stimme ich zu, spiele ich es auch. Andersrum muss ich sagen, mag ich es nicht mehr so gerne. Also, Story gut, Gameplay kacke, habe ich früher gern gemocht, aber ich weiß nicht. Also, das ist sowas wie Walking Dead zum Beispiel, kann man noch spielen. Also Telltale, die neueren Telltale-Spiele, wo es eigentlich auch bloß um Story geht und kein Gameplay, aber ich habe so langsam ein bisschen die Nase voll. Weil wenn ich sowas haben möchte, kann ich auch einen Film gucken. Oder einen FMV-Adventure spielen aus den 90ern. Das ist an sich das Gleiche. Kann ich mich zurücklehnen und Däumchen drehen. Aber das hat für mich nichts großartig mehr mit Spielen oder gutem Spieldesign zu tun. Aber ich glaube, ich drifte jetzt mal ab. Ich wollte da bloß meinen Frust ablassen über Bioshock. Sehr interessant. Ich muss sagen, Bioshock habe ich selber auch nie weiter großartig gespielt. Liegt aber nicht daran, dass ich das Spiel nicht mag, sondern einfach, weil ich nie dazugekommen bin. Ich bin nicht so der Ultra-Steampunk-Fan, eher so Cyberpunk. Von daher juckt es mich jetzt auch nicht so super, Ja, das Spiel. eben. Aber persönlich mag ich eigentlich Story-driven, also geschichtsgetriebene Singleplayer-Spiele recht gerne. Ist eigentlich mein Lieblingsgenre. Heißt natürlich nicht, dass jedes Spiel, das so aufgebaut ist, wirklich gut ist. Ich wollte eigentlich erst später erwähnen, aber ich glaube, ich knüpfe jetzt gleich an bei dir, denn ich habe so einen riesen Block First-Person-Shooter. Gerade so die modernen First-Person-Shooter, die ich echt nicht mehr ertragen kann. Und ich glaube, wir haben schon mal vor ein paar Podcasts darüber gesprochen, nämlich über diese prototypischen Military-Shooter mit so Vorreitern wie Battlefield, Call of Duty, also die ein Thema ausschlachten und tottreten, bis es nicht mehr weitergeht. Diese typischen Style over Substance-Dinger, wo du heutzutage kaum noch 5 Stunden Solo-Kampagnen geboten kriegst, die halt eine riesen Effekthascherei sind und sonst nichts weiter, mit Schlauchleveln, wo der Spieler an der Hand geführt wird und erstmal durch 2 Stunden Tutorial muss. Also das ist halt so wirklich First-Person-Shooter für Dummies irgendwie einfach, die halt nichts Neues bieten, jeden Teil dasselbe, keine Innovation. Und wie gesagt, ich mag Story-Driven-Spiele, aber das ist schon wieder zu viel Story, in Anführungszeichen, und zu viel Zwischensequenzen und zu wenig Spiel.
Und ja, passt mir einfach nicht, diese 3D-Shooter von heutzutage. Und willst du was zu den Military-Shootern sagen selber, oder? Ja, ich habe das auch mit drin. Ich habe auch Call of Duty ein paar Teile drin, die ich auch selbst gespielt habe, auch durchgespielt habe, wo ich dir auf jeden Fall einhaken kann. Diese Vercasualisierung, die du angesprochen hast, an die Hand nehmen von Shootern. Es betrifft doch nicht nur Shooter heutzutage, die dich so extrem an die Hand nehmen. Es gibt auch so lustige Videos, die zeigen, wie Doom aussehen würde, wenn es heute programmiert wäre, mit den ganzen Richtig. aufploppenden Nachrichten und den Schlauchleveln. Schon sehr lustig und auch nicht unwahr und traurig eigentlich. Ja. Aber ich überlege gerade, wo du sagst, an die Hand nehmen. Hast du schon Metal Gear gespielt? Das war so als Du meinst dieses Satz. ganz neue jetzt? Nee, allgemein die Metal Gear Solid-Reihe, irgendein Teil davon. Oh, nee, also ich kenne das ganz alte vom Nintendo noch, was ja eigentlich kein Metal Gear ist, sondern so ein Abklatsch-Quatsch, Ja, es ist aber. ja nur so ein schlechter Port. Nee, jetzt mal, weil da ist es ja auch so, weil ich habe ja gesagt, Story okay, Gameplay nicht so toll. Und bei Metal Gear Solid ist es eigentlich auch so, dass das Gameplay an sich, dass du eigentlich immer nur von Zwischensequenzen größtenteils bombardiert wirst und mit Story, aber wenig Spielerisches hast. Aber komischerweise, da hat es mich nie gestört bei Metal Gear. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich da irgendwie mehr investiert bin wahrscheinlich. Aber ich schweife ab, ich wollte bloß jetzt mal ein anderes Beispiel bringen, dass ich mich vielleicht auch öfter mal widerspreche. Bitte nehmt mir das nicht übel, ich bin halt immer so ein widersprüchlicher Vogel. Jedenfalls, Militärshooter COD kann ich bestätigen. Ich habe, muss ich zugeben, die ersten CODs ganz gerne mal gespielt. Man kann die mal zwischendurch so mal für einen Brainfuck durchaus spielen, so ein Blockbuster. Kann man ja auch als Film mal gucken. Einfach mal zwischendurch Gehirn ausschalten, einmal reinziehen, fertig. 5 Stunden mal gespielt, okay, reicht. Ich muss sagen, ich mag die Modern Warfare-Reihe sehr gerne. Die ersten drei Teile, also die Modern Warfare 1 bis 3, Call of Duty, weil die so eine richtig beschissene B-Movie-Story haben, die mir aber irgendwie gefällt. Ich weiß nicht warum, aber mich macht die so ein bisschen an. Den Rest, Black Ops zum Beispiel oder die ganz neuen, habe ich gar nicht mehr gespielt, gibt mir wieder gar nichts, weil irgendwann ist die Formel halt, wie du schon gesagt hast, komplett ausgelutscht. Immer das Gleiche, immer diese gleiche Militärstory mit in 4 Stunden Schlauchlevels. Ja, man hat keine Freiheit, man kann nicht mal selbst ein Auto fahren, selbst das wird gefahren oder man drückt bloß nach vorne und das Ding lenkt automatisch zum Beispiel. Also wirklich der Rail-Shooter ohne Rails sozusagen, kann man schon sagen heutzutage dazu irgendwie. Ja. Das bessere Rambo the Video Game Das quasi. möchte ich aber gerne mal testen, aber ich Ich habe mir auch. bisher noch nicht getraut, daran zu gehen. Also das würde ich echt super gern auch mal probieren. Allein weil es wahrscheinlich schon so ultra trashig ist, dass es schon wieder gut ist. Ja. Aber ich habe noch mehr so Beispiele auf der Liste. Also es sind nicht nur die Militärshooter. Ich habe mir da zum Beispiel so ein Spiel aufgeschrieben, das heißt Singularity. Das kennst du vielleicht auch. Ja, das kenne ich. Also genau dieselbe Kacke auf gut Deutsch, Schlauchlevel. Und das ist sowas von total vorhersehbar. Und ich hasse solche Spiele, wo du genau weißt, also genau schon vorher weißt, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Bei Singularity, da dachte ich mir immer nur, okay, hinter der Ecke, da steht jetzt genau dort ein Gegner. War der Fall. Hinter der nächsten Ecke, da liegt ein Health Pack. Das genauso war es dann auch. Bei der nächsten Ecke musst du Fähigkeit X anwenden, um weiterzukommen. Und so war es natürlich auch wieder. Also Singularity hatte nette Ideen, aber das Problem bei Singularity war halt auch, die waren alle schon bekannt aus anderen Spielen, Filmen etc. Also innovationstechnisch war da auch nichts mehr rauszuholen. Zeitmanipulation hattest du schon woanders gesehen. Gegenstände manipulieren oder verschieben. Hallo Chinese aus Dead Space, also kennen wir alle schon. Slow Motion und Bullet Time, please get the fuck out. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich hasse Slow Motion und Bullet Time in 3D-Shootern. Früher, ne, da brauchten wir sowas nicht. Da waren wir alle noch nicht solche Pussys. Und wir mussten da Gegner noch nicht temporär einfrieren, um sie überhaupt zu treffen. Also sowas, diese Slow Motion und Bullet Times, das sind für mich absolute No-Gos und absolute Immersionskiller. Da gibt es nur noch eine Sache, die schlimmer ist in modernen 3D-Shootern, und das ist so automatisch regenerierendes Health. Ja, das ist wirklich so eine Pest geworden, das stimmt. Ja. Und um gleich mal beim nächsten Beispiel weiterzumachen, 4-3 ist genauso. Du läufst eigentlich immer Räume entlang, nichts passiert, bis du irgendwann mal in einem sehr großen Raum ankommst, dann fängt die Musik an, schnell zu werden, und weißt du sofort, gleich rushen 1000 Gegner auf dich zu. Und dazwischen ist halt einfach immer klaffende Öde, ohne Innovation, ohne Spielspaß, keinerlei Spannung und Horror mehr, wie man es aus den ersten beiden Teilen gewöhnt war.
da kam einfach Warner an und hat diese Serie kaputt gemacht. Also 4-1 war für mich auch kein Hit. Einfach nur, weil es so monoton war vom Levelaufbau, diese grau-braun sterilen Räume. Sah alles gleich aus. Das hatte ich echt depressiv gemacht. Auch obwohl das Spiel damals wirklich bahnbrechend war und neu war mit seinen Horroraspekten. Am besten hat mir eigentlich der zweite Teil gefallen. Es war eigentlich wirklich ein sehr guter Mix aus Shooter, Horror-Game, war sehr fesselnd und ich finde, das ist echt immer noch ein sehr empfehlenswertes Spiel, das man immer noch spielen kann. Aber 4-3 hat für mich die Serie total ruiniert. Grauenhaftes Spiel. Okay. Also Singularity kann ich dir eigentlich auch zustimmen. Das war für mich wirklich der Durchschnittsshooter von der Stange sozusagen. Aber ich fand ihn aber trotzdem irgendwie wohlig oldschoolig, irgendwie auch in der Art. Okay. Und ich kann im Spiel nicht richtig böse sein, weil, ach komm, es hat Raven gemacht. Und Raven ist halt eine alte Shooter-Schmiede, die mag ich einfach so gerne. Das stimmt natürlich, das ist richtig. Und ich finde es so schade, dass sie halt jetzt glaube ich, momentan echt nur irgendwelche Aspekte von der UI für Call of Duty oder den Multiplayer für COD programmieren müssen, die armen Schweine. Und früher haben die so geile Granaten rausgebracht wie Heretic Hexen oder alles geile Zeug. Und was ist dran schuld? Singularity. Durchaus möglich, ja. Hat schon so leichte COD-Anleihen, das stimmt. Aber klar, die Story war total vorhersehbar, da hast du vollkommen recht. Aber Bullet Time mag ich an sich in Spielen ganz gerne, wenn es denn passt zum Stil, ob es ein Stranglehold ist oder Max Payne oder halt auch 4-1, fand ich auch okay. Mhm. 4-1, glaube ich, da fing das Zeug ja so ein bisschen an. Also Max Payne war das eher. Genau, Max Payne, aber bei 4-1, glaube ich, kam dann noch so ein bisschen diese Slow-Mo dazu. Mhm. Ja. Weil die Slow-Mo und 4-1, die war schon richtig gut brachial. Also wenn du mehrere Gegner vor dir hattest und du hast wild um dich gefeuert, hattest du erstmal die ganzen, deine eigenen Patronenwege, die man sehen konnte, die Einschläge bei den Menschen und auch die Einschläge an den Wänden. Und das war danach echt ein richtiges Chaos manchmal. Also es sah richtig sehr beeindruckend aus. Sehr eine geile Physik-Engine gewesen zu der Zeit. Mhm. Und dafür kann man es schon, denke ich mal, loben. Ja, ich finde einfach allgemein die 3D-Shooter heutzutage, das ist wirklich, das ganze Genre ist so zu so einem Pussy-Genre verkommen. Es ist irgendwie der Grund auch, warum ich aufgehört habe, persönlich First-Person-Spiele überhaupt zu spielen. Also, und selbst wenn ich es ab und zu mal tue, dann bereue ich es hinterher eigentlich meistens immer. Ich kann nur sagen, ich habe neulich mal wieder das gute alte Wolfenstein 3D aus dem Jahr 92 ausgepackt. Das hat mir mehr Spaß gemacht als alle 3D-Shooter zusammen, die ich in den letzten 5 Jahren an neuen Shootern gespielt habe. Es ist einfach eine ganz andere Welt von Shootern. Aber ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man mit den Oldschool-Shootern groß geworden ist. Ja, bin ich ja auch. Aber ich muss sagen, sowas wie Wolfenstein 3D kann ich auch spielen, aber nach 2-3 Level langweilt es mich dann, weil auch da die Level alle gleich aussehen. Ist immer so. Kann ich verstehen, vor allem, weil die Level auch sehr labyrinthartig sind. Also ich kann, ja, genau. Ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, Wolfenstein 3D, das kann ich heute nicht mehr. Es ist schon spieltechnisch schon sehr veraltet, muss ich sagen. Stimmt. Also da ist Doom weit besser für mich geeignet, als wenn ich mal ein Oldschool-Spiel machen möchte. Das ist natürlich richtig. Vor allen Dingen auf den Schweg, also vor allen Dingen auf den, wenn man wirklich noch eine Herausforderung haben möchte, sind vor allen Dingen diese Oldschool-Shooter im höchsten Schwierigkeitsgrad noch eine richtig geile Herausforderung. Ja, vor allem Doom Nightmare ist sowieso klar mit den respawnenden Gegnern und so, das ist die Hölle. Aber wenn ich jetzt so einen Oldschool-Shooter empfehlen müsste, für einen, der noch nie Oldschool-Shooter gespielt hat und da mal rein möchte, Duke Nukem 3D, es gibt nichts Besseres. Dem widerspreche ich. Gut. Ich habe noch einen einzigen. Ja. Dann können wir weitermachen. Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, soweit ich dich kenne. Mache ich immer. Ich werf mal das Schlagwort, beziehungsweise die Schlagwörter Rise of the Triad hier ins Feld. Ja, kenne ich. Mhm. Fragt sich halt, welches von beiden du meinst. Vielleicht auch beide, keine Ahnung. Genau, das ist es nämlich. Ich rede über beide. Also das Original waren 3D-Shooter von Apogee, die ja später 3D Realms wurden und Duke Nukem 3D gemacht haben. Das Original Rise of the Triad kommt aus dem Jahr 94 und sollte eigentlich, für die, die es nicht wissen, kleine Geschichtskundeschweife ab, sollte eigentlich zuerst der Wolfenstein 3D-Nachfolger werden. Aber dann gab es Lizenzprobleme und dann wurde Rise of the Triad zum eigenen Franchise, kann man fast sagen. Also, und du hast ja schon erwähnt, es gibt auch einen neuen Teil. Also im Jahr 2013 hat das Ganze ein Reboot erfahren von Interceptor, glaube ich, hieß die Firma. Ja. Und
Eboji gab es dann inzwischen auch wieder als neue Firma und die haben das dann wieder rausgebracht. So schließt sich der Kreis. Das Reboot hält sich sehr stark gameplaymäßig am Original. Die Prämisse ist, lauf einfach durch mehr oder weniger lineare Level und dabei mit übertrieben mächtiger Feuerpower schieß auf wirklich alles, was sich bewegt. Und das Herausragende, das Markenzeichen von Rise of Triad war halt immer, es gibt Bonuspunkte für extreme Körpersaftspratzler. Also wenn der Gegner in 1000 Teile zerfetzt wurde, gab es noch extra Punkte, die sogenannten Ludicrous Gips, glaube ich. Und es gab dann auch sogar ab und zu so Sonderboni wie so ein Hundemodus, wo du halt einfach so ein Schäferhund warst, durch die Level gelaufen bist und halt Gegner als Vierbeiner zerfleischen durftest. Und es war halt total überzogen und abgespaced. Und im Prinzip war es halt wirklich einfach nur hirnlose Splatter-Show, total unausgebalanced. Du hast quasi im ersten Level schon alle Waffen mit unendlich Ammo bekommen. Und deshalb fand ich das Spiel eigentlich nur langweilig. Und das empfand ich damals mit meinen 11, 12 Jahren schon so und ich finde es jetzt immer noch so. Und klar, mir ist klar, es ist beabsichtigt, es soll ein reiner Fun-Shooter sein, so Serious Sam-Level, was ich übrigens auch total bescheuert finde, Serious Sam. Aber mich ließ das damals schon im Original kalt und das Remake ist wirklich nichts anderes. Also wenn ich das Remake, ich habe es vor kurzem mal ausprobiert, wenn ich das länger als 20 Minuten am Stück spiele, bin ich so angeödet, dass ich es ausmachen muss. Ja. Es ist langweilig, sich ständig wiederholende Level, stumpfe Gameplay-Mechaniken, unoriginell, linear, die Gegner-KI ist strunzdoof. Das war vielleicht Anfang der 90er noch vertretbar, aber im Jahr 2013, sorry, also das geht selbst unter einem Nostalgie- oder Retro-Aspekt überhaupt nicht mehr. Stimmt, kann ich dir bloß zustimmen. Ich muss zugeben, ich habe Rise of the Triad, das Original, zu seiner Zeit nie gespielt, weil da kann man halt auch schwer ran, vor allen Dingen auf dem Dorf. Habe ich später mal nachgeholt, kurz reingespielt und irgendwie, glaube ich, nach einer halben Stunde wieder ausgemacht, weil es ist halt wirklich auch sehr, sehr generischer Durchschnittsshooter von der Stange. Einfach ein Doom-Klon in richtig schlecht. Ich zähle auch schon fast zu Operation Body Count dazu, aufs gleiche Niveau. Das ist aber sehr hart, sehr hart. Ja, und das Remake hatte ich auch mal getestet, weil ich eigentlich dachte, wie du hast ja am Anfang gesagt, das kommt von Interceptor, so einem Modding-Studio oder so einem Fan, ja, so einem kleinen Indie-Studio, dass er ursprünglich eigentlich ein Remake machen wollte für Duke Nukem 3D. Und ich muss sagen, ich möchte dieses Remake von Duke Nukem 3D, sollte es jemals das Licht der Welt erblicken, eigentlich nicht mehr sehen. Wenn ich jetzt gesehen habe, wie beschissen das Remake von Rise of the Triad ist. Weil das war auch so, wie du gesagt hast, man schläft da echt ein an der Maus nach einer halben Stunde. Es ist wirklich so. Es ist ganz, ganz merkwürdige KI. Die steht echt bloß rum und macht nichts und schießt in die Luft. Ja. Und die Level sehen alle gleich aus. Es gibt zwar schöne Geheimnisse, die man entdecken kann, was mir auch so ein bisschen fehlt in neuen Shootern. Es gibt irgendwie keine Secrets mehr. Das stimmt, und, ja. Aber das war auch das Einzige, was es so ein bisschen abgehoben hat von heutigen Shootern. Ansonsten war es auch so der generische, fast wie, es wirkte halt mehr wie so eine Fan-Motten-Schlechte. Das Schöne ist, weil du Geheimnisse erwähnst, es gab wirklich ein Geheimnis, das fand ich sehr witzig. Es gibt irgendwo in der ersten Stufe, glaube ich schon, im ersten Abschnitt gibt es irgendwo einen Geheimraum, wo da so ein Nacktporträt von Kim Jong-un oder so zu sehen ist. Okay. Aber ich glaube, das Duke Nukem 3D Remake wirst du eh nie sehen, weil da gibt es so viel Lizenz-Keilereien, das wird wahrscheinlich nie passieren. Das haben die ja gestoppt, richtig. Okay, gut. So viel zu den Shootern und Rise of the Triad im Besonderen. Ich gehe jetzt mal wieder andere Wege. Und zwar gehe ich jetzt mal in Andreas selbst anhandes Lieblingsgenre, Adventure und Point-and-Click vor allen Dingen. Und werde jetzt mal ein Spiel erwähnen, was du, glaube ich, spielen wolltest schon seit langem. Ich weiß nicht, ob du es jetzt in der langen Wartezeit schon getan hast oder nicht. Und zwar geht es um Blade Runner. Leider immer noch nicht. Leider nicht. Das leider kannst du dir eigentlich sparen, weil sonst hätte ich es ja nicht drin. Und zwar Blade Runner, kennt man vielleicht diesen super tollen Film mit Harrison Ford, der so alt ist wie ich, also der Film, nicht Harrison Ford, aus dem Jahre 82, gedreht von Ridley Scott, und geht um eine Zukunft im Jahre 2019, also in 4 Jahren, in der Replikanten quasi als Arbeitstiere eingesetzt werden, so als Sklaven, und die dann, ja,
manche von denen drehen durch, rebellieren und Blade Runner, also Harrison Ford ist einer der Blade Runner, der dafür sorgen muss, diese Jungs quasi auszuschalten, bevor sie irgendwelches Unheil anrichten. Und diese armen Replikanten leben leider nur 4 Jahre, deswegen sind sie emotional sehr unstabil. Dazu gibt es, wie gesagt, ein gleichnamiges Spiel von Westwood, kennt man vielleicht, die ehemalige Adventure-RPG-Schmiede aus Kalifornien, glaube ich. Das Spiel kam anno 97 raus, wurde sehr, sehr stark gehypt, weil es zu seiner Zeit wirklich schicke Hintergründe hatte, geile Videos und den Original-Soundtrack. Was nicht stimmt, weil der Soundtrack war bloß nur eingespielt worden. Das war nicht der originale Blade Runner-Soundtrack. Das hört man sofort raus, weil der um einiges schlechter klingt. Jedenfalls, Blade Runner wurde so angepriesen, dass es ein Spiel mit, ja, ich sag mal, zig Möglichkeiten ist, wie man das Spiel spielen konnte. Das heißt, man hatte Entscheidungsfreiheiten im Spiel. Es war immer per Zufall vom Spiel selbst ausgewählt, wer von den vielen Protagonisten ein Replikant ist und wer nicht. Oder ob man selbst vielleicht sogar Replikant ist oder nicht im Spiel. Das wurde mal alles durch diesen ganz, ganz kruden Mechanismus im Spiel selbst ausgewürfelt, den ich nie verstanden habe, weil der halt einfach wirklich aus der Luft gegriffen war. Das merkt man leider auch im Spiel, weil es ergibt nicht wirklich Sinn, wie manche Story-Elemente dann miteinander verknüpft sind. Wo man einfach nicht versteht, warum der jetzt so handelt, wie er handelt, oder die handelt, wie sie handelt. Und an sich, das Spiel hat auch so eine gewisse Westwood-typische Leere, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das jemand, ob ihr das versteht, wie ich das meine. Westwood schafft es immer öfter, hat es oft geschafft, vor allen Dingen später in ihren RPGs, immer so eine gewisse Leere einzubauen. Ob das nun einfach Landschaften waren, in denen nichts passiert ist, oder einfach Stories, die irgendwie nicht geklappt haben. Aber irgendwie fehlte da immer der letzte Schliff bei Westwood, bei vielen Spielen. Und bei Blade Runner fällt das sehr, sehr doll auf. Auch daher, weil man während des Spiels selbst und auch in vielen Zwischensequenzen einfach auch keine Hintergrundmusik hat und so die Atmosphäre total flöten geht. Und man hat dann halt immer nur dieses ja, Rauschen der Stadt oder der Straßen, die Sirenen oder sowas und das war's. Es gibt auch Schuss- oder Schießeinlagen, die ganz, ganz merkwürdig sind. Da wollte man vielleicht so ein bisschen von Police Notes klauen, dem Hideo Kojima-Klassiker. Aber das ist auch nicht wirklich das Wahre. Und ja, es gaukelt halt einem so eine bedeutungsschwangere Entscheidungsfreiheit vor, die es einfach nicht erfüllen kann. Da wurde irgendwie auch nicht wieder zu Ende gedacht, als ob das Spiel irgendwie noch fertig gerusht wurde. Ich würde es zu seiner Zeit eher als Blender betrachten. Es sah schick aus, aber es war keine Substanz so richtig drin. Also ich kann es wirklich nicht empfehlen. Es ist einfach kein Spielspaß drin, also kein Gameplay so richtig drin. Man läuft von A nach B und dann, ja, wie gesagt, scannt die Fotos ein, guckt, was da zu sehen ist, wie man das aus den Filmen kennt, zum Beispiel schießt man auf einen Replikanten vielleicht, wird von irgendeinem Replikanten angegriffen, warum auch immer, ist ja, wie gesagt, alles zufällig. Und dann ist schon Schluss auf einmal. Es ist ganz komisch, also man kann das Spiel wirklich in ein paar Stunden durchspielen, kann dann am Tag wirklich mehrere ja, Enden sozusagen freischalten. Und das ist kein gutes Gefühl. Das wirkt wirklich so wie so ein Rail-Shooter, den man immer wieder durchspielt, um den Highscore zu knacken oder anderen Enden freizuschalten. Und dann packt man es beiseite und es wurde nie wieder angefasst. Und so wirkt halt auch Blade Runner. Es ist halt seelenlos. Obwohl es im Film, was dem Film halt komplett konträr ist. Weil da geht es ja um genau das Gegenteil. Und man will da quasi den mechanischen Figuren Leben einhauchen, diesen Replikanten. Und das klappt auch super. Aber ich schweife ab. Ja, jetzt hast du mir den Mund wässrig gemacht. Ich glaube, ich werde es mir gleich morgen besorgen und ausprobieren. Nee, also wirklich gesagt, ich kenne es ja bloß vom optischen her, Screenshots und Videos. Also da sieht das wirklich super aus. Ich werde es trotzdem, trotz deiner Kritik, eines Tages mal ausprobieren. Aber was du angesprochen hast, so ein Punkt, was ich auch wirklich hasse, sind Action-Einlagen im Point-and-Click-Adventures. Es geht sowas von gar nicht. Das habe ich bei Spielen wie Heart of China gehasst. Das habe ich auch bei dem relativ neuen Gemini Rue gehasst, was an sich echt ein super tolles Indie-Adventure war mit super Atmosphäre. Ja. Aber diese Action-Einlagen haben mir echt den Spaß an dem Spiel vermasselt. Und ich habe es dann auch irgendwann deshalb aufgehört zu spielen. Police Nords, ich weiß nicht, ob du das kennst, Police Nords. Kenne ich, ja. Das ist ja auch so eigentlich von dem Prinzip her. Es ist eigentlich mein Visual Novel mit ein paar Point-and-Click-Einlagen, aber es hat halt auch diese beschissenen Shooter-Einlagen und später auch so eine ganz beschissene Bombenentschärfungsszene, die irgendwie, ganz furchtbar, über die ich es auch nie geschafft habe. Und das macht das Spiel so kaputt einfach. Das ist schade eigentlich. Das muss nicht sein. Das wirkt so aufgesetzt oder es ist einfach Spielzeitstreckung wahrscheinlich auch. Ich weiß es nicht. Ja, also Action in Point-and-Click-Adventures bitte nicht, liebe Spieledesigner. Das ist Todsünde. Stichwort Point-and-Click-Adventures.
Lieber Oliver, ja, ich habe Monkey Island, scheiße, ich weiß. Ach komm, Oliver, jetzt hast du den ganzen Spannungsbogen ruiniert, du Spielverderber. Ja, löschen wir raus. Ja, ja, ganz bestimmt. Nee, aber du hast recht, es geht um LucasArts Adventure der 90er Jahre. Also bevor ich mich hier jetzt in Teufels Küche bringe, die LucasArts Adventures der 90er, die waren spitze. Kann man auch immer noch spielen, keine Frage. Gut, nächstes Thema. Fast. Jetzt kommt das kleine Aber. The Dick für mich zum Beispiel ist, glaube ich, mein absolutes Lieblings-Adventure. Nicht nur eins meiner Lieblings-Adventure. Und auch Day of Tentacle ist immer noch wunderschön schräg und ein super tolles Spiel. Was aber meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr geht, ist der für damals typische Humor in diesen Spielen. Kann ich dir zustimmen. Kann ich dir voll zustimmen. Außer Day of the Tentacle. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, denn während ich damals so das eben erwähnte Day of the Tentacle noch ansatzweise ganz lustig fand, traf so zum Beispiel der überzogene oder schenkelklopfende Humor von Sam & Max mit diesen abgedrehten und skurrilen Rätseln wirklich überhaupt nicht meinen Geschmack. Und am schlimmsten, du hast den Titel schon erwähnt, finde ich echt retrospektiv betrachtet Monkey Island. Geht gar nicht mehr. Ich habe neulich noch mal ein LP davon angeschaut. Ich verstehe nicht, was an diesem Humor in Gänsefüßchen lustig sein soll. Mal ehrlich, das sind echt Kinderkacke-Witzchen. Also flacher geht's echt nimmer. Vor allem diese ganzen billigen, ausgelutschten Wortspielchen, dieser dümmliche Slapstick, waren mir in den 90ern wirklich so einfach zu unterhalten. Also wirklich sorry an die ganzen Fans des Spiels. Und wahrscheinlich auch an dich, das haben wir schon abgehakt. Aber ich kann bei den ganzen Monkey Island Spielen, ich rede jetzt über die ersten beiden, weil die anderen kenne ich nicht, ich kann wirklich an keiner Stelle irgendwie beherzt lachen. Und das geht mir eigentlich trotzdem bei aller Nostalgie so richtig auf den Zeiger. Da drehe ich durch bei diesen Spielen. Kann ich auch nicht mehr bei Monkey Island lachen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, konnte ich eigentlich noch nie, aber das ist, glaube ich, dieser typische Ron Gilbert-Humor, der bei mir allgemein nicht so wirklich zündet. Auch bei neueren Spielen nicht von ihm. Nee, also Monkey Island, die beiden, oder Maniac Mansion zum Beispiel auch, ja, es ist schon sehr antiquierter Humor. Die Frage ist natürlich auch, ob du jetzt auf Deutsch oder Englisch geguckt hast, aber das nimmt sich beides nichts, ist mir aufgefallen, es ist beides relativ antiquiert. Was da ganz gut bei den Spielen rüberkommt, sind die Anspielungen auf andere Spiele und auf, also die popkulturellen Zitate. Die sind immer noch ganz gut und frisch und sind nicht zum Schmunzeln, aber es ist interessant, dass das gemacht wurde, sagen wir so. Aber lachen konnte ich um Monkey Island noch nie. Also herzlich lachen, nee, das ist wirklich. Ich mag, dass es so locker flockig ist und so flüssig ist im Spiel, aber der Humor, hast du schon recht, der ist halt, war noch nie wirklich der Bringer. Das ist halt nicht nur seiner Zeit geschuldet, denke ich mal. Das ist einfach schon immer so gewesen. Also auch, das wird auch bei Teil 3 und 4 nicht besser, der Humor. Da wird es ja eher noch schlechter. Das habe ich mir fast schon gedacht. Mhm. Also was kann ich als Fazit sagen? Leute, nehmt mal eure rosa-rote Brille ab und schaut der Wahrheit ins Auge. Das ist nicht komisch. Monkey Island ist nicht komisch. Ich finde es halt eben aus heutiger Sicht einfach deswegen, gerade deswegen halt, das Spiel einfach total überbewertet. Das ist so wirklich das Niveau, Herr Ober, bitte zwei Gabeln zum Kitzeln, damit ich lachen kann. Also ich finde es irgendwie fast schon so ein Fremdschämen. Okay. Aber egal. Ja, also ich glaube, das Spiel, ich glaube, für was man das Spiel dann eher loben kann, jetzt schweife ich wieder ab, ist so wahrscheinlich einfach, dass es das Adventure-Genre erstmal grafisch weitergebracht hat und halt auch dieses flüssige Gameplay ohne Sackgassen oder Tode einfach mal etabliert hat. Einfach mal sich gemütlich zurückzulehnen und das schön in Ruhe durchzuspielen, ohne Angst zu haben, irgendeine Sackgasse zu kommen oder was falsch zu machen und dann wie bei Sarah, ich habe nichts gegen Sarah, um Gottes Willen, die mag ich auch sehr gerne, wieder neu starten zu müssen jedes Mal. Ich glaube, dafür kann man es dem Spiel schon danken oder der Reihe, aber der Humor, hast du schon recht, und auch die Dialoge sind eher von 18. Jahrhundert. Zu der Zeit, als es gespielt hat quasi, dann zur Piratenzeit wahrscheinlich, der Humor. Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit Piraten überhaupt nichts abhaben kann. Ich hasse auch Fluch der Karibik und so Sachen. Ich auch, aber Monkey Island, komischerweise, finde ich Piraten wieder geil. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt bei dem Blog jetzt, LucasArts Adventures, wunderbare Spiele an sich, super. Ich finde es halt nur einfach vom Humoraspekt aus heutiger Sicht einfach überholt und überhyped. Aber die Spiele an sich, klar, hast recht, die sind echt gut, die waren wegweisend und die sollten in keiner Geschichtsstunde der Spielegeschichte vergessen werden. Mhm. Und damit zurück zu dir.
Okay. Da du jetzt schon ein bisschen weiter zurückgegangen bist, was Spiele angeht, gehe ich mal noch einen Schritt weiter zurück. Oh ja. Und zwar, eigentlich könntest du jetzt da mitreden, weil das hatten wir vorhin schon angesprochen, wo ich dachte, du sprichst jetzt diesen Klempner an. Deswegen wollte ich mal auf Mario-Spiele ansprechen, also Du willst ansprechen. wirklich dieses Fass aufmachen? Ja, ich will es aufmachen, auf jeden Okay, dann Fall. bereite ich mich schon mal mental davor. Bitte. Wieso? Wir werden es wahrscheinlich beide jetzt bashen. Natürlich, natürlich. Also, wie gesagt, ich kann auch hier verstehen, dass es das Jump-and-Run-Genre extrem oder super etabliert hat. Wann ist es rausgekommen? Super Mario Bros. 84 oder so fürs NES. Es hat Standards gesetzt, wie ein Spiel, das in diesem Genre funktionieren sollte, welche Mechaniken funktionieren, wie geil der Soundtrack dazu klingen kann, wie gut Soundeffekte dazu klingen kann, weil die sind immer noch top aus dem ersten Mario, finde ich toll. Aber das Problem ist, guckt man jetzt mal auf, ich weiß nicht, wann das letzte Mario-Spiel rauskam, sagen wir mal 2013. An sich hat sich diese Formel, auch wenn sie jetzt vielleicht ein 3D ist, nicht verändert. Es gibt vielleicht mal eine Oberwelt oder sowas oder ein paar Minispielchen mit drin. Jetzt rede ich wahrscheinlich total Mist, aber so sind meine letzten Erfahrungen mit Mario-Spielen. Ich meine, ein paar habe ich auch gespielt, noch durchgespielt. Was meine Kritik an Mario ist, ist nicht, dass es das ist, was es ist, sondern dass es sich nicht weiterentwickelt hat seit den Jahren und trotzdem die Leute es wie bescheuert abfeiern und kaufen. Ich habe letztens mal mit einem Kumpel geredet oder mit einem Bekannten in Skype geredet und ihn gefragt oder mit ihm eine Diskussion geführt, dass die Japaner auf der Stelle treten. Nicht nur mit Mario, sondern mit allgemein mit Spielen. Und er meinte, ja, solange es funktioniert, ist es mir doch scheißegal. Und ich habe gesagt, okay, kann ich verstehen, aber wenn es ein Medium ist, was so interaktiv ist wie unseres, hat es da nicht auch die Aufgabe, dieses Medium irgendwie weiterzuführen auf irgendeine Art und Weise? Ob es so ein Spielprinzip ist oder die Inszenierung, wie auch immer. Und natürlich, dass es wieder denn sowas wird wie COD, irgendwie so Casualisierungsquatsch. Aber an sich kann man doch ein Spiel trotzdem weiterentwickeln oder vielleicht auch mal ein Jump'n'Run entwickeln, das nicht Mario drauf hat. Bloß dann wird es keiner kaufen wahrscheinlich. Ja. Aber das ist halt meine größte Kritik. Das ist einfach immer das Gleiche und Gleiche ist im Spielprinzip. Es mag vielleicht Spaß machen, aber es ist. Also ich kann Mario spielen heutzutage ein Level und dann langweilt es mich, weil es nichts gibt, was mich da mitreißt oder mitzieht. Weil es gibt ja auch nie eine Story oder sowas. Es ist immer das Gleiche, Prinzessin XY wird entführt von Bowser ZA 538, keine Ahnung, und seinen Schergen. Und ja, also ich weiß nicht. Also eine einzig gute Ausnahme, die ich da kenne, ist Super Mario Galaxy, das mir wirklich, wirklich Spaß gemacht hat, weil es hatte dieses geile Planetensystem und es war wirklich, wirklich was Neues mal. Das habe ich sogar durchgespielt, voller Begeisterung auch. Auch wenn die Story auch da wieder kompletter Humbug war. Aber seitdem sind sie wieder zurückgegangen auf diese alte Schiene, die man schon jetzt, wie gesagt, vor über 30 Jahren hatte. Und das will man nicht in den Schädel rein, warum da einfach die Leute immer wieder reinrennen, wie in einem Marvel-Film, wo auch mal die gleiche Formel abgespielt wird und das abfeiern und sagen, das ist das Geilste, was es gibt für sie. Und ich habe da echt Angst um die Zukunft von dieses Genres. Diese Entwicklung, immer nur Mario, 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 nicht nur Jump'n'Run, sondern auch in anderen Spielen, Mario Party oder was ich was da alles gibt, Mario Porno, keine Ahnung, was es da alles gibt, muss ich echt nicht haben. Da kann man doch mal sich mal eine neue IP ausdenken. Ja, super toll. Jetzt hast du alles gesagt, was ich sagen wollte. Das ist einfach genau. Ich stimme dir in jedem Punkt zu. Also ich finde, die Geschichte von Nintendo ist eine inzwischen fast 30-jährige Geschichte des Stillstands, was diesen Aspekt angeht. Copy of a copy of a copy of a copy. Genau. Also ich möchte zwei Firmen ansprechen, neben Nintendo noch eine, die genauso verfährt und die ich einfach nicht leiden kann. Ist Wehe, wehe, du einfach. sagst jetzt das Wort mit B. Du wirst gleich sehen, was ich sage. Aber es sind halt so, ich hasse solche Firmen, die sich Jahre oder Jahrzehnte auf ihren erfolgreichen Franchises ausruhen, die bis zum Tode ausschlachten und nichts Neues wagen oder riskieren und sich deshalb halt nicht mal eine neue Idee aus dem Arsch ziehen könnten, wenn sie da eine drinstecken hätten. Also wie schon gesagt, Vorzeigekandidat ist Mario, Quatsch, ist Nintendo mit Mario und teilweise auch Zelda. Mario liebte ich auf dem Game Boy, auf dem Nintendo Ja, Game Boy, das Super Mario Land ist top, top. und ich fand es auch auf dem Super Nintendo noch gut, aber alles, was danach von Mario und Nintendo auf den Markt kam, existiert für mich einfach überhaupt nicht. Vor allem, wenn es dann so in diese N64-Zeit geht, so diese ersten 3D-Spiele, Ganz, ganz schlimm, ja. ja, Mario 64 und Co., also wirklich, die auch von der Optik her total potthässlich waren, damals schon.
heute noch umso mehr. Und 3D-Jump'n'Runs sind generell scheiße. Das weiß jeder gut erzogene Spieler. 3D-Jump'n'Runs sind blöd, 2D-Jump'n'Runs sind juhu. Trotzdem kaufen Leute wie Idioten 3D-Jump'n'Runs. Ja, klar. Weil Mario draufsteht. Ist halt 3D, auch Mario und 3D. Also ich persönlich finde es tödlich langweilig und armselig, jedes Jahr 5-mal Mario aus der Gruft zu holen. Sei es für Smash Brothers, Mario Kart, du hast ja schon erwähnt, oder sonstigen Käse, den man schon 18.000 Mal vorher gesehen hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr ertragen, weil ich finde, in gewisser Weise auch es ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden ernsthaften Spieledesigners, der mit etwas Originellem oder neuwertig Interessanten auf dem Markt Fuß fassen will und deshalb versagt, weil diese ganzen Kack-Kiddies lieber zum 80.000. Mal ein Mario-Spiel kaufen. Ja. Und abgesehen davon finde ich die ganze Geschäftspolitik von Nintendo abartig und unverschämt. Allein schon diese Diskussion, die wir jetzt über Let's-Player-Gängelung und so führen. Ja. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und ich habe davor auch kurz, glaube ich, Zelda schon mal angesprochen. Halte ich für persönlich bei Gott für kein schlechtes Spiel. Aber ich finde, jeder, der Zelda für das beste RPG aller Zeiten hält, der hat für mich einfach keine Ahnung von Computer- und Videospielen. Und ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich fand damals Mystic Quest viel besser als Zelda irgendwie. Naja, Zelda ist ja auch kein RPG, das muss man ja ganz klar mal sagen. Es ist ja Action-Adventure. Aber Mystic Quest ist wirklich ein tolles RPG, das stimmt. Mein Lieblings-RPG für den Gameboy. Ja, und jetzt wird mir wahrscheinlich mein hochgeschätzter Freund und Arbeitskollege Gunnar, also nicht den Gunnar, den du meinst, sondern einen anderen Gunnar, der auch mit mir zusammenarbeitet, ich hoffe, er hört nie diesen Podcast, weil der ist auch so ein riesen Nintendo-Fanboy, der hat auch leitet ein eigenes Nintendo-Portal irgendwo im Internet. Also ich hoffe, er hört mir nicht zu, und denn sonst bin ich morgen tot. Aber ich habe gemeint, zwei Firmen gibt's, die so verfahren. Zweites Beispiel ist natürlich klar, Blizzard mit seinem Warcraft, Starcraft und World of Warcraft Franchise-Zeug. Ist auch so jahrzehntelang ernähre ich von einer Marke, ohne was Neues zu wagen. Und ich mag das einfach nicht. Also es ist Nintendo in grün. Die schlachten halt ihr Warcraft-Szenario aus, wahrscheinlich noch die nächsten 10 Millenniums. Und was bei mir bei Blizzard halt noch Gewichten hinzukommt, die bedient sich halt genau den Genres, die ich partout persönlich nicht leiden kann. Das ist Real-Time-Strategy, MMO-RPG und am schlimmsten sind wirklich diese Trading-Card oder Card-Games in general. Also vor allem das letzte ist für mich die absolute Pest. Das ist für mich genauso bescheuert wie diese MOBA-Games wie LOL oder Dota. Das ist so ein unerträglicher Geek-Scheiß. Ich glaube, ich bin zu alt für sowas oder einfach nicht nerdig genug. Also Blizzard, Nintendo, die werf ich in dieselbe Schublade, auch wenn du das wahrscheinlich ein bisschen anders siehst. Nee, ich kann da nicht mal ein Gegenargument gegen Blizzard, da hast du vollkommen recht. Die ruhen sich wirklich, seitdem sie gegründet wurden, mit ihrem Arsch auf den gleichen drei Marken aus. Du hast doch Diablo vergessen, aber die haben jetzt eine neue Marke angekündigt, Overwatch. Aber was ist es? Es ist ein Multiplayer-Shooter. Und da haben sie noch dieses andere, dieses MOBA oder LOL, HON, ich kenne mich da nicht aus. Das ist nämlich alles das gleiche Zeugs, weißt du noch mal, Heroes of the Storm. Ja, genau. Und dann halt dieses Kartenspiel Hearthstone, was du angesprochen hast. Genau, das meinte ich. Warcraft. Ich bin ein sehr widersprüchlicher Mensch, aber da kann ich es wieder, ich kann es nachvollziehen, aber mir ist es scheißegal bei Blizzard, weil ich spiele sehr gerne Starcraft im Singleplayer und auch die alten Singleplayer Warcraft und halt auch Diablo Singleplayer. Also es sind für mich wirklich die perfekten Spiele, weil sie halt wirklich perfekt programmiert sind. Aber ich kann es nachvollziehen, weil an sich ist es immer das Gleiche vom Spiel, auch da vom Spielprinzip her. Es hat sich eigentlich nichts oder kaum was geändert, außer vielleicht dieses coole Hero-System bei Warcraft 3, das halt so leichte Rollenspielelemente ins Strategie-Genre eingebaut hat in Warcraft. Aber an sich, Diablo 1 bis 3 durch die Bank sind komplett gleich an sich, sind eher noch abgenervt worden von Fähigkeiten. Und StarCraft 1 und 2, die sind wirklich wie ein Ei dem anderen. Es gibt ein paar mehr Komfortfunktionen in StarCraft 2 und eine hübschere Grafik. Aber das war's eigentlich. Bloß da ist es mir scheißegal, weil StarCraft 2 ist wohl mit einer meiner Lieblings-Franchises, weil ich da einfach so in die Lore investiert bin, in die Story. Die begleitet mich jetzt schon seit ich 15, 16 bin, also 98. Das ist für mich was ganz Besonderes einfach. Deswegen kann ich dem einfach da nicht böse sein. Aber ich kann alle Kritik verstehen und du hast auch vollkommen recht damit.
Bloß da bin ich einfach unvernünftig, muss ich zugeben. Ja dann, soll ich mal prompt weitermachen? Kannst du gern machen, ja. Noch so ein super Hassspiel von mir. XCOM Apocalypse. Da kann ich mich gleich ausklinken. Sehr, sehr schön. Ich versuch's kurz zu machen. Es ist der dritte Teil der grandiosen XCOM-Reihe und leider auch der ultimative Anfang vom Ende für diese Reihe. Wer mich ja zumindest ein bisschen kennt, der weiß, ich lieb die ersten beiden XCOM-Spiele. Halte ich zusammen mit Duke 3D für die besten Spiele, die jemals gemacht wurden, aller Zeiten. Dementsprechend habe ich natürlich auch den dritten Teil auf den extrem gefreut. Aber was da die Gollop-Brüder 1997 abgeliefert haben, ist wirklich unter aller Sau. Und ich hoffe, die schämen sich noch heute dafür. Also dieses Schandprodukt ist wirklich eine Beleidigung für die XCOM-Marke. Genauso wie der ganze Rotz, der eigentlich danach kam. Interceptor, Enforcer. Das muss man nicht gesehen haben, das kann man vergessen, das gehört in die Tonne. Aber ganz ehrlich, ich weiß, man kann sich über Geschmack streiten, aber wie man sowas wie Apocalypse gut finden kann, das kann und will ich auch einfach nicht verstehen. Da bin ich total stur. Solche Leute, die häuten für mich Katzen beim lebendigen Leib und fressen Scheiße gleichzeitig. Du hast aber also, auch heute tolle Beispiele oder Vergleiche, ey. Ja, super, ne? Ja, also XCOM Apocalypse hat für mich wirklich alles falsch und kaputt gemacht, für was die Serie ursprünglich halt stand und groß war. Also erstmal die Präsentation und Grafik war lausig und das Spiel sah einfach nur abartig schlecht aus. Es hat für mich auch die Atmosphäre dadurch komplett zerstört. Die Benutzerführung und UI, also das User Interface, war ein Desaster. Das Universum, in dem man spielte, das war eigentlich an sich eine originelle und coole Idee, also man hatte nur eine Stadt anstelle der ganzen Erdkugel, aber die Umsetzung war halt miserabel geraten. Die Bodeneinsätze waren viel zu lang, also man musste da bis zu 8 Ebenen durchkämmen. Ich weiß gar nicht, was die Spinner sich dabei gedacht haben, weil damals schon bei XCOM Terror from the Deep, wo du nur 3 Layers durchkämmen musstest, bist du manchmal 2-3 Stunden da gesessen. Und ich fand es auch total überflüssig, dass man dieses Mal zwischen Runden und Echtzeit wechseln konnte. Runde hat immer gut für XCOM funktioniert, brauchst du keine Echtzeit. Und soweit ich mich auch erinnere, war die KI nicht wirklich sehr gut. Also ich habe es nach kurzer Zeit aufgegeben und wein heute immer noch, wenn ich dran denke, wie diese grandiose Reihe kaputt gemacht wurde. Wie gesagt, vor allem deshalb so ärgerlich, weil ich mich halt wirklich extrem darauf gefreut habe, damals das zu spielen. Und ich möchte das Thema vielleicht abschließen mit einem Zitat von GameSpot, die über dieses Spiel meinten, it's so bad, it's almost funny. Das ist doch ein gutes Zitat eigentlich. Jo. Ich habe aber eine ganz klitzekleine Anekdote zu XCOM Apocalypse, wenn es denn das ist, was ich denke, was es ist. Und zwar habe ich mal früher zu der Zeit, als ich noch GameStar gelesen habe, den Test gelesen, wo der Redakteur dann geschrieben hat, der verantwortliche Redakteur, sozusagen, ich formuliere das jetzt mal ganz schnell um, ja, das Spiel ist scheiße, mir aber scheißegal, ich find's toll, Wertung 87%. So ungefähr. Also ich kann mich noch genau diesen Wertungskasten erinnern, das ist mir irgendwie ins Hirn eingebrannt, obwohl ich mit der Spielreihe überhaupt nichts im Hut habe, über wirklich gar nichts. Das könnte Dirk von der Powerplay gewesen sein, weil die ganze Powerplay. Nee, Powerplay habe ich nie gelesen. Es war PC Joker und ich glaube, es war so ein Typ mit Bart und Brille. Aber rein theoretisch hätte es die Powerplay sein können, weil ich glaube, die haben auch für die ersten beiden Teile so 94% oder so rausgeworfen. Die ganze Redaktion war da total XCOM-Fanat damals. Ja, ich glaube, wenn es da mal so ein Franchise gab, den alle mochten, wurde er auch hochgejubelt, obwohl er scheiße war. Ich glaube auch allgemein von der Presse wurde das Spiel so eher in die obere, mittlere Hälfte immer eigentlich ganz gut eingeordnet, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Noch was zu sagen dazu? Nö, hab mich ausgeweint, jetzt bist du wieder dran. Ja, ich hör dich noch leise schluchzen, das hat mir jetzt gerade ein bisschen Angst gemacht, aber okay. Okay, danke für deine Fürsorge. Übrigens, meine beiden Taschentücherpackungen sind noch zu, also du hast mich nicht so getroffen, wie ich dachte, zum Glück. Okay, aber ich glaube, ich habe mein Pulver schon verschossen, was dich angeht, weil oh, gut. Nintendo, LucasArts, das waren so meine zwei großen Geschütze. Quatsch, Blizzard und LucasArts waren so meine zwei großen Geschütze gegen dich. Scheiße, habe ich versagt. Egal. Ach so, aber weil du gerade Nintendo gesagt hast, ich habe noch einen Nintendo-Hammer, einen klitzekleinen, und zwar eine sehr große Reihe, eine sehr bekannte Reihe, eine weltumspannende Reihe von Nintendo. Welche könnte es sein? Na? Von Nintendo? Mhm, ganz bekannt.
Fängt mit P an. Nicht Kirby, Kirby ist gut. P, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Die Pocket Monsters oder auch in westlichen Gefilden Pokémon genannt. Ja gut, das war nach meiner Zeit. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt. Ja, jetzt pass mal ganz gut auf. Ich habe das auch nie gespielt. Wir sind ja beide gleich. Ich bin ja älter als du sogar. Ich hatte mal aus Interesse mal reingespielt, weil es war ja voll der Hype und boah, muss jeder gespielt haben. Und es kam also Mitte der 90er auf. Ich glaube, 95, glaube ich, kam der erste Teil auf. Ist eine Reihe, die es immer noch gibt und immer noch weiterentwickelt wird. Es geht halt darum, dass man so ein Tierbändiger ist, der halt immer so eine Viecher einfängt und die aufziehen kann und weiterentwickeln kann zu verschiedenen Formen. Und dann kann man sich quasi mit anderen Spielern oder KI-Gegnern battlen, in virtuellen Arenen oder halt auch in einem Singlespiel mit Story. Ist halt so ein Ding wie bei Mario auch. Das ist eine Reihe, die sich einfach nicht weiterentwickelt. Man macht eigentlich in jedem Spiel fast das Gleiche, außer es sind diese Arenen-Ableger, wo man wirklich nur diese virtuellen Arena-Kämpfe hat. Aber ansonsten spielst du einen Charakter, der Viecher sammelt und immer weiter durch die Welt schlendert und alles bekämpft. So im RPG-Style levelt sich auf, lernt neue Fähigkeiten, bastelt sich neue Monster-Kombinationen zusammen und so ein Schwachsinn alles. Jedenfalls ist auch so ein Ding, was mich irgendwie ein paar Stunden vielleicht beschäftigt hat, aber überhaupt keinen Funken bei mir ausgelöst hat. Das ist halt dieser Sammeltrieb, den kann ich verstehen. Aber wenn es Sammeltrieb ist, ist es wahrscheinlich für mich der falsche Sammeltrieb, weil ich habe keinen Bock, irgendwelche Viecher zu sammeln, die dauernd nur ihren eigenen Namen sagen können, wie zum Beispiel Anton, Anton, Anton oder Pikachu, Pikachu, Pikachu. dann hätte ich, wenn es aber ein, ich mache mal eine Ausnahme, ich hätte es weitergespielt, wenn es ein Pokémon gegeben hätte, was immer gesagt hätte, Andreas, 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 das hätte ich auf jeden Fall gespielt. Ne? Das wäre wahrscheinlich die Gold-Edition gewesen, keine Ahnung. Aber ansonsten kann diese Reihe wirklich nichts abgewinnen. Ich habe auch mal versucht, Let's Plays davon zu gucken, um diesen Hype zu verstehen, diese Geilheit auf dieses Spiel, dieses, ja. Aber irgendwie nach 10 Minuten war dann hier nur noch das zu hören hier und dann war Schluss. Weißt du, wir haben früher Fußballsammelkarten oder Basketballkarten gesammelt oder anderen Shit. Und das hat Spaß gemacht, aber diese virtuellen Tiere, die armen Tiere da foltern und quälen und in Bälle einsperren und sie sklavisch gegen andere, das ist ja eigentlich auch eine schlechte Message für Kinder eigentlich auch, ne? Ich wette, es wurde bestimmt von vielen Girlen probiert, ihre irgendwelche kleinen Viecher mit Bällen einzusammeln und dann wurden wahrscheinlich andere Kinder mit diesen Bällen beschmissen, dass sowohl die Tiere als auch die Menschen gestorben sind dabei wahrscheinlich, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ich finde das eine sehr zweifelhafte Serie, ehrlich gesagt. Vom soziologischen her Aspekt her und halt auch vom spielerischen Aspekt her. Und vor allen Dingen ist es einfach eine Suchtmaschine, die Sucht bei Kindern antreiben und die dann wirklich das Geld aus den Taschen ziehen soll. Weil es gibt, glaube ich, momentan schon an die 1000 Monster. Und man kennt das ja, ich weiß nicht, ob es da DLCs gibt, würde aber gut passen wahrscheinlich. Aber das ist ja wirklich, das ist wirklich eine Gelddruckmaschine, die ich, wenn ich da bei Nintendo wäre, meinem Gewissen nicht vereinbaren könnte. Also es ist sowohl bei mir eine wirtschaftliche Entscheidung, mit der ich da nicht klarkomme, eine soziale Entscheidung und halt auch eine spielerische Entscheidung. Eigentlich alles eigentlich, mit dem ich da nicht zufrieden bin. Also es ist eine komplette Bankrottanklärung, diese Reihe für mich, was so modernes Spieldesign angeht. Fast noch schlimmer als sowas wie COD und die Vercasualisierung. Ja, also wie gesagt, ich habe selber nie gespielt, war nach meiner Zeit und ich habe auch wirklich keine Ambition, es jemals auszuprobieren. Also es klingt halt so quasi wie was heutzutage diese Trading Card Games sind. Ja, ja, klar. Ja. Mit mehr RPG-Elementen quasi. Ja. Ist ja eigentlich ganz gut, aber dann hätte man nicht diese Monster einbauen müssen, dann hätte man auch ein cooles RPG basteln können, aber na gut. Jo, dann einmal Edition Rot-Weiß, würde ich sagen. Ja. Genau. Trotzdem riesengroßer Senf. Egal, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, beziehungsweise eine Spielereihe. Und die Reihe haben wir schon als Filmreihe vor 2 Podcasts angesprochen. Es geht hier nämlich um Street Fighter. Resident Evil. Oh, das ist aber nicht. Na egal. Ja, also ich nehme die Taschentücher schon mal vor. Okay, also ich rede jetzt nur über den ersten Teil von Resident Evil, weil das eigentlich der einzige ist, den ich so wirklich mal gespielt habe. Also kennt ja jeder diese Third-Person-Grusler-Action-Shooter. Und schon die erste falsche Info, kein Third-Person-Shooter. Es ist kein Third-Person, stimmt, du hast deine Kameraperspektiven, aber es ist halt so quasi, ne? Egal. Capcom, es ist auch nicht quasi Third-Person. Halt doch einfach mal die Fresse, ich rede hier gerade. Ist auf jeden Fall vom Capcom, wurde damals als super innovativ gefeiert
und war es auch zugegebenermaßen in gewissen Aspekten. Das Spiel hat für mich aber leider auch eklatante Macken und das hat mir die Suppe damals gehörig versalzen. Also kam 1996 raus, unter anderem für PlayStation 1, für Sega Saturn. Ich habe es auf dem PC gespielt, wahrscheinlich nicht die weiseste Entscheidung, aber egal. Ganze Serie, wissen wir ja, spawnte ca. 38 Millionen Sequels und Ableger und ist eine noch immer anhaltende Geschichte mit mehr oder minder großem Erfolg heutzutage. Also was mich an dem Spiel damals wirklich genervt hat, war die träge, unflexible Steuerung. Es sah wirklich, also war zumindest mein Empfinden, da werden mir wahrscheinlich einige widersprechen, aber ich fand es potthässlich. Die Kamerawinkel und Perspektiven waren vom Gameplay-technischen Aspekt her nicht wirklich super vorteilhaft, muss man sagen. Und das hat die ganze Sache auch ein bisschen unfreiwillig schwieriger gemacht als nötig, finde ich so. Ich habe so nach einer halben Stunde, beziehungsweise einer Stunde war für mich Schluss. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel. Und da habe ich auch der ganzen Resident Evil-Reihe den Rücken gekehrt und habe nie wieder ein Resident Evil ausprobiert. Mit Ausnahme von Resident Evil 6. Wahrscheinlich das ist wieder die beste Entscheidung. Genau. Ich wollte gerade sagen, auch wieder so eine super Entscheidung meinerseits. Und das war immer noch genauso gruselig wie der erste Teil. Und gruselig, ja. Ja, genau, gruselig in Anführungszeichen. Und ich weiß, es soll dazwischen Teile geben, die besser sind. Vor allem der zweite. Hört man ja immer wieder, wie hochgelobt er ist, aber ich kann mich einfach nicht dazu bringen, es zu spielen, dank meiner Erlebnisse vom ersten Teil. Ich muss traurigerweise zugestehen, damals fand ich das Intro-Video vom ersten Teil wirklich cool. Ich habe es neulich mal wieder gesehen, du, was für ein Stümper. Ja, es ist halt geilster Trash, ne? Amateurwerk, also es ist noch viel schlimmer als Trash, also boah, ist das schlecht. Also das Einzige, an was ich mich noch wirklich so lebhaft erinnern Joseph! Kann. Joseph! Ja, also das Einzige, was mir bei Resident Evil dauerhaft im Kopf bleibt, ist einfach Jill Valentine. Ja, das war klar. Ja, natürlich. Und passt jetzt nicht wirklich dazu, aber irgendwie doch. Deswegen mache ich es noch schnell in einem Abwasch mit durch, ohne drauf näher einzugehen. War auch so ein Mid-90er quasi Third-Person-Spiel, Tomb Raider. Ich habe es nie verstanden. Fand ich totlangweilig, hab mich total kalt gelassen und ich finde irgendwie so, ich glaube, 60% des Erfolges war damals nur dem zuzugewichten, dass es in trauriger und peinlicher Weise so eine Wix-Vorlage für Pickle Boys damals war und das ist irgendwie, waren wir wirklich so eine armselige Generation. Also ach komm, als ob wir nicht auch solche Leute waren. Nee, also ich kann virtuell von echt unterscheiden. Und nee, also wirklich, ich mochte Tomb Raider auch vom Gameplay her gar nicht. Also, keine Ahnung. Beide Spiele sind auf jeden Fall valide, die du gebracht hast oder die Punkte, die du da gebracht hast. Resident Evil ist aber auch so aufgebaut, dass es damit spielt, dass die Steuerung halt absichtlich so scheiße ist, weil es halt Panik auslösen soll. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast die PC-Version gespielt. Hatte die schon Auto-Aiming? Ich weiß es nicht, weißt du nicht mehr. Kannst du ja nicht mehr. Weil die westlichen Version, da wurde das Auto-Aiming entfernt, total dumm. Weil versuch mal zu zielen in so einer ISO-Perspektive. Das wurde dann später wieder korrigiert mit dem zweiten Teil. Und es hat es natürlich um einiges einfacher gemacht. Da konntest du auch gezielt in den Kopf schießen oder ins Bein, um die Gegner schneller zu Fall zu bringen zum Beispiel. Munitionsknappheit zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt bei Resident Evil, weil es ist halt, du musst wirklich sparsam mit umgehen, du musst da nicht alles in den Haufen schießen. Und halt auch das Rätselsystem ist wirklich exzellent eigentlich. Es ist zwar an den Haaren herbeigezogen, aber es macht unglaublich Spaß, das zusammenzuknobeln. Ich kann dir echt ans Herz legen, mal das Remake, das GameCube-Remake von Resident Evil zu spielen, auch wenn es, ne Quatsch, ist ja für PC rausgekommen, jetzt die HD-Remastered-Version von Resident Evil 1, die auf der GameCube-Version basiert. Die ist richtig gut gealtert, die ist von 2002. Okay. Und die hat immer noch richtig geile gerenderte Hintergründe. Wie gesagt, ist ein Remake vom ersten Teil, aber hat viele der Macken ausgebügelt, vor allem die Steuerung und so. Und hat eine unglaublich gute Atmosphäre. Da schau da echt mal rein, es wird dir bestimmt Spaß machen. Spiel das mal auf easy vielleicht, weil normal ist schon ganz schön hart. Das ist schon, hat immer noch unglaublichen Achtung, Biss. Test es einfach mal. Resident Evil 6 ist ein anderes Thema, okay, kann man auch Spaß mit haben, aber eher nicht so. Ja, also ich kann dir wirklich mal empfehlen, nochmal mit der Reihe neu zu starten, vor allem mit dem Remake. Vielleicht findest du nochmal Zugang dazu. Es ist halt wirklich so gewollt, dass dieses Panik-Ding, schwere Bewegung und Panzersteuerung und
Munitionsknappheit, Kräuterknappheit ist halt gewollt. Das ist so. Es ist kein schlechtes Spieldesign, es ist wirklich so gewollt. Zum Thema Tomb Raider kann ich dir auch zustimmen. Die ersten Spiele von Core Design mochte ich auch überhaupt nicht. Aber seit die Reihe 2006 gerebootet wurde durch Crystal Dynamics, mag ich die Reihe sehr, weil die halt eine Menge Probleme und Schwächen ausgebügelt haben, vor allen Dingen Steuerungsschwächen. Und halt der Lara Croft auch ein bisschen mehr Tiefe gegeben haben. Und auch das neue Tomb Raider, was jetzt vor 2 Jahren rauskam, glaube ich, dieses quasi Open-World-Tomb Raider Uncharted-Verschnitt. Tolles Spiel, kann ich echt empfehlen. Also viele Möglichkeiten, was du da machen kannst. Ein bisschen weniger Open-World, als versprochen wurde, aber auch was ein bisschen fragwürdig ist, dass sie auf einmal als frisches Mädchen da so schnell morden kann. Aber okay, seitdem spiele ich jeden Teil. Also auch da kann ich dir nur empfehlen, nochmal die Reihe vielleicht eine Chance zu geben, seitdem es von Crystal Dynamics übernommen wurde. Ansonsten kann ich aber allen Kritikpunkten, die du genannt hast, auf jeden Fall zustimmen, klar. Es sind nicht mehr viele übrig geblieben, aber egal. Ja, aber ich kann es schon verstehen, auf jeden Fall. Vor allem das erste Resident Evil ist auf der PlayStation kaum noch zu spielen. Es ist wirklich ein Krampf. Aber 2 für PlayStation 1 immer noch top zu spielen. Mhm. Auch gut hart. Gut. Auf Schwierigkeitsgrad. Dann mach mal gleich weiter. Okay, ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Rant auf das Spiel, weil eigentlich fühle ich mich so ein bisschen schlecht, dass ich dieses Spiel da einbezogen habe, aber es ist mir auch relativ schnell in den Kopf geschossen, weil ich es schon öfter probiert habe, mal zu spielen oder mal weiterzuspielen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, Okami aus dem Jahre 2006, für ursprünglich PlayStation 2, dann für Wii portiert auch. Ich kenn's noch namentlich, ja. Von Clover Studio. Das ist so ein Spiel, da spielt man so einen Wolf. Amaterasu, glaube ich, heißt der. Oder die, ich glaube, das ist ein Weibchen. Das ist so eine Fantasy-Welt oder historisch. Na, es ist so ein Mix aus allem, japanischer Folklore und Fantasy-Welt. Und es ist so an sich, wird es ein bisschen beschrieben wie so Zelda, so ein 3D-Zelda vom Prinzip her. Kann ich auch bestätigen. Das Besondere daran ist halt, dass du bestimmte Funktionen mit so Pinseln machst, mit so Pinselstrichen malst, Brücken malst oder Gegner bekämpfst. Das Spielprinzip an sich finde ich ziemlich cool, weil es halt sehr frisch ist, aber ich kann mich einfach nicht in diese Welt einfinden. Die finde ich einfach, ich habe mit japanischer Folklore nichts am Kopf. Ich finde das eher uninteressant. Das deswegen ist wahrscheinlich eher da mein Problem beim Spiel, dass mich da das Setting nicht mitreißt und mich lang. Das ist immer das Gleiche. Ich habe es schon, glaube ich, 3, 4 Mal versucht, neu anzuspielen über die Jahre, aber nach einer Stunde habe ich einfach keine Lust mehr, weil mich einfach dieses Setting so abturnt. Dabei ist das Spiel wirklich, wirklich gut, denke ich mal auch. Es hat auch wirklich hohe Wertungen und Kritiken bekommen, hat sich überhaupt nicht verkauft, aber es ist ein tolles Experiment, aber es ist einfach wahrscheinlich nichts für mich. Deswegen kann ich dem Spiel eigentlich auch nicht böse sein und deswegen rente ich jetzt auch nicht drüber weiter weg. Also es ist, ja, ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich habe einfach keinen Zugang zu dem Spiel gefunden, obwohl es objektiv gesehen bestimmt richtig gut ist. Ja, anhand deiner Beschreibung habe ich es jetzt wieder so ein bisschen wiedererkannt. Selber gespielt habe ich es nicht, aber es ist mir noch in Erinnerung als ein recht hochgelobtes Spiel, ja. Das war das mit diesen wunderschönen Grafiken, ne? Wie so gezeichnet. Das war mal so. Ja, das war sowieso wie nennt man das denn? Wasserfarben, nicht? Aquarell. Aquarell, ja. Genau, du hast das Wort Aquarell. Man weiß es nicht. Ganz am Anfang, wenn du dich zurückerinnern kannst, wir sprachen über Open World und ich habe dir versprochen, ich habe auch noch ein Open World Spiel. Damit mache ich jetzt einfach mal weiter. Es handelt sich hierbei nämlich um auch eine sehr prominente Reihe, ähnlich wie Elder Scrolls, wahrscheinlich noch viel, viel bekannter heutzutage, nämlich Grand Theft Auto, GTA, und genauer gesagt Grand Theft Auto 3. Also das Spiel, das für mich ein für alle Mal die GTA-Reihe verdorben hat. Ich habe GTA 1 und GTA 2 wirklich sehr gerne gespielt, fand das damals eigentlich schon wegen dem Open-World-Gedanken, der sich da durch die ganze Serie zieht, ganz nett. Vor allem, weil man halt auch so belanglosen Mist machen konnte, der fürs Hauptspiel eigentlich keinerlei Relevanz hatte. Also man konnte da wirklich machen, was man wollte. Autobarrikaden aufstellen, Tank-LKW daneben stellen, mit Maschinengewehr draufschießen, bis alles in die Luft fliegt, in einer riesen Kettenreaktion. Es hat super Spaß gemacht. Oder im zweiten Teil mit Flammenwerfer oder Panzer rumrennen und das Ganze dann auch noch im Multiplayer. Also es hat echt super Spaß gemacht. Waren die 2D-Teile, schöne Optik, heutzutage würde man sagen Retro-Charme. Und dann kam der dritte Teil, GTA 3. Aus meinem geliebten 2D wurde 3D und
Ich machte wirklich den Fehler, damals zu versuchen, das Spiel ernsthaft durchzuspielen. Ich habe leider nur noch sehr verwaschene Erinnerungen dran, aber ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und vor allem die eine Sache, die das Spiel für mich absolut verdorben hat, waren diese doofen Missionen bzw. Rennen auf Zeit. Also fahre von A nach B in 55 Sekunden. Und das war absoluter Scheiß, das war für mich ein absoluter Upturner und ich fand dieses Spielelement auch total überflüssig, vor allem wenn du wirklich so eine Open World hast. Warum brauchst du sowas? Also ab in den Papierkorb. Und ich habe seitdem nie wieder ein GTA angefasst und habe es ehrlich gesagt auch nicht vor. Aber das liegt auch daran, weil mich die Prämisse und das Szenario vom Spiel auch gar nicht interessiert. Also ich würde viel lieber mal so ein richtig geiles Open-World-Sci-Fi-Spiel spielen und zwar keins, was zum Beispiel Star Wars ist, sondern vielleicht mal was ganz Neues, Cyberpunk, düster, was auch immer, aber ist ja egal. Gut, GTA, das war meine GTA-Geschichte und weil wir gerade schon beim Thema Autorennspiel sind, ich werfe noch einen kurz rein. Also was ich auch total gehasst habe damals war die Carmageddon-Reihe. Also es war für mich echt nur noch so absolut hirnlose und menschenverachtende Grütze. Es war irgendwie so ein wirklich das Spiel für grenzdebile Vollidioten, die stundenlang Leute umgefahren haben und lächerliche Pixelblutorgien feiern konnten. Also ich habe kein... War nicht in Deutschland. Ja, nicht unbedingt. Wurde auch initiiert damals oder wurde sogar... Nee, weil es da ausgetauscht wurde mit den Robotern. Ah ja, stimmt, aber die Originalversion, glaube ich, war das. Ich bin mir jetzt bei uns sicher, ob die Originalversion indiziert oder beschlagnahmt wurde. Ist auch egal. Also ich habe keinen Respekt vor dieser Spielereihe, den Machern oder die Leute, die bei sowas aufgehen. Also ich habe es gern gespielt, das erste. Ah, ich fand's grauenhaft. Aber auch nur, weil man so viel Distanz machen konnte. Das war halt zu der Zeit, als es rauskam, 97, gab es einfach nicht, dass man so eine Physik bei Autos hatte. AG, 4D Sports Driving, bestes Stuntspiel aller Zeiten. Gut, es hat aber keine Physik-Engine unbedingt gehabt. Naja, so also wenn du es richtig angestellt hattest, konntest du mit deinem Auto, mit deinem Porsche wie eine Rakete ungefähr 500 Meter in die Höhe. Ja, musstest aber einen Bug ausnutzen. Ja. Aber ja, das stimmt, da haben wir als Görn auch unglaublich viel gebaut und gespielt früher. Nochmal zum Thema GTA. Mir geht es aber auch so, ich GTA 1 und 2 habe ich auch mehr rudimentär auch nur gespielt, muss ich sagen. Die 3D-Teile habe ich den dritten gespielt, San Andreas, die beiden quasi. Die ganz neuen Next-Gen-Dinger ab 4 habe ich gar nicht mehr gespielt, weil mich da dieses Stadt-Setting einfach nicht mehr anmacht. An sich ist es immer eine Stadt, das finde ich ein bisschen langweilig. Und vor allen Dingen sind es immer die gleichen Gangster-Geschichten an sich. Dann lieber Open World, sowas wie Red Dead Redemption würde ich gerne mal testen, weil Wild West und eine kleinere Open World, übersichtlicher, aber gefüllter ist, finde ich schon besser. GTA 3 kann ich aber dafür auch wieder loben, dass es halt dieses 3D-Open World vor allen Dingen in modernen Setting mit Autos etabliert hat. Oder gab es davor schon sowas ähnliches? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, aber klar, keine Frage. Also ist kein schlechtes Spiel. Ich mag es halt persönlich einfach nicht. Ja, mir geht es aber auch so wie du. Ich habe es auch mehrmals versucht anzuspielen, aber irgendwie nach einer gewissen Zeit hat es mich auch gelangweilt, weil ich dann nicht wusste, was ich tun sollte und weil es einfach zu viel war, was man machen konnte. Und die Mission an sich war immer so ein bisschen langweilig. Oder auf Zeit, wie du gesagt hast, auf Zeitdruck. Und das mag ich gar nicht. Bei mir waren es wirklich einfach nur diese Zeitmissionen, die das Spiel für mich kaputt gemacht haben. Ich muss sagen, eine gute Alternative zu GTA-Reihe ist, ich finde es lustig, dass ich das gerade sage, sind zum Beispiel 10, 2, 3 und 4. Ich bin eigentlich kein Fan von der Reihe vorher gewesen. Ich kenne die erst und zweit noch gar nicht. Aber ich glaube, die waren auch komplett noch anders, weil der dritte und vierte Teil, die sind ja so, die nehmen sich ja selbst nicht ernst und ziehen komplett vom Leder ab, aber die sind teilweise so lustig, weil sie so dumm sind. Die machen so einen Heidenspaß, was die Mission noch angeht und die Abwechslung. Es macht mir tausendmal mehr Spaß als jedes GTA, komischerweise. Obwohl ich, wie gesagt, ich habe die neueren nicht gespielt, aber ich sehe schon bei Let's Plays, ich schaue mal rein oder bei Gameplay und mich nervt halt dieses Gangster und diese dummen Sprüche mal ab, weil das ist alles so ernst. Na gut. Ja, ist auch Quatsch. GTA nimmt sich eigentlich auch nicht ernst. GTA ist an sich ja innen drin auch so eine heftige Satire auf alles. Ja. Das verstehen die meisten Idioten ja mal nicht. Aber ich finde, das ist trotzdem irgendwie immer noch zu cool verpackt. Und da ist es zum Beispiel mit Saints Row ein bisschen lustiger, weil die brechen die vierte Wand und gibt's halt auch mal eine Waffe, wo man halt mit einem Riesendildo Leute umbringen kann oder mit der letzten Teil die Dubstep-Gun, wo die Leute tanzen und dann vor Ekstase sterben, weil die nicht mehr tanzen können. Und das ist halt lustige Ideen. Ich weiß nicht, da sind so viele Ideen in einem Spiel drin,
wo sich mehrere Mario-Spiele davon abschneiden könnten, was Ideen angeht. Jetzt nicht über den Dildo, Alter, aber allgemein so an Frische. Ja, also ich finde die Reihe jetzt mal als kleines abschweifendes Element eine extrem gute Alternative zu GTA ist die geworden. Also ich sehe schon, du plädierst für Dildo Mario anstelle für Paper Mario. Das wäre mal auf jeden Fall was Neues. Auf jeden Fall. Ob wir das sehen wollen, ist eine andere Frage. Ja, außer Pömpel gibt es halt jetzt mal sowas, egal. Da würde ich ja lieber wieder so ins Okami-Reich gehen, hier so Dildo mit Japaner. Red über das nächste Spiel, bitte. Ja, okay. Ich werde jetzt mal zu einem kleinen Doppelschlag ausholen, damit wir wieder auf Gleichstand kommen, was unsere Spiele angeht. Und zwar habe ich jetzt zwei Echtzeitstrategiespiele. Oh ja. Und deswegen, das geht auch ganz schnell, denke ich mal. Eins davon ist Schlacht um Mittelerde. Mhm. Das erste Herr der Ringe Echtzeitstrategiespiel, 2004 erschienen von EALA, Los Angeles. Das müssten, glaube ich, die ehemaligen Westwoodler gewesen sein, die vorher noch Dune gemacht haben, Dune 2000 zum Beispiel und Emperor. Ein grottiges, generisches Scheißspiel, das so abgefeiert wird, auch heutzutage, immer wenn irgendwie Bestenlisten genannt werden, echte Strategiespiele, ja, und Schlacht um Mittelerde war ja auch richtig geil und alle daneben mal so, ja, stimmt, voll, hast du vollkommen recht. Ich denke immer, alte Leute, wo wart ihr denn da? Was habt ihr da gespielt? Habt ihr ein anderes Spiel gespielt als ich? Das ist so ein typisches Westwood-Strategiespiel, wie es auch schon Emperor war. Du kannst mit deiner Meute loslaufen am Anfang der Mission und kannst den Gegner sofort platt machen, weil der auch selbst auch am Aufbauen ist. Und dann ist die Mission in 3 Minuten vorbei. Das kannst du wirklich bei fast jeder Mission machen. Und alle Missionen laufen an sich nach dem Schema F ab. Du bist unten links, der Gegner oben rechts auf der Karte und fertig. Und dann hau den um. Es gibt keine richtigen Missionsziele. Ich kann mich noch an die katastrophale Helms-Klamm-Schlacht erinnern, die wirklich einfach so generisch war. Du standst mit deinen Recken an der Burgmauer und es kamen von oben rechts mal wieder immer wieder Idioten angelaufen in Zweierreihen. Einfach laufen, ohne KI, ohne alles. Immer angerannt. Und das war's. Das war die Schlacht von Helms Klamm. Eine sehr gloriose Schlacht auf jeden Fall. Feinstes Braveheart-Niveau, oder? Feinstes Braveheart-Niveau. Und der zweite Teil, von dem brauchen wir gar nicht reden, der war genauso schlimm. Hat versucht, mit der Story was zu machen und andere Aspekte zu erforschen, was nur in Büchern angerissen wurde, aber an sich war es Langeweile auch wieder in Perfektion. Also irgendwie Westwood und Strategiespiele hat nie wirklich geklappt. Ob es ein Dune war oder das Zeug. Nee, Leute, also das ist zwar furchtbar. Und es kommt noch besser, aber nee, pass mal auf, das machen wir mal so weiter. Aus EALA wurde später ein Danger Close. Und Danger Close hat da die glorreichen Medal of Honor Remakes gemacht, die beiden. Mhm. Und ist dann für Dean 2013 eingestampft worden auch, ein Glück. Aber glücklicherweise ist das ja nicht das Ende vom Lied, weil ehemalige Westwood oder EALA oder Danger Close Mitarbeiter haben dann Petroglyph gegründet, 2004 oder 2005. Und haben dann Empire at War rausgebracht, das Star Wars Strategiespiel, in dem man quasi die ganze Galaxis zur Verfügung hatte zum Erobern. Also es war Echtzeitstrategie, nicht wie Rebellion so rundenmäßig. Und du konntest wirklich, ich glaube, fast jeden Planeten Bodenmissionen machen und oder Raumschlachten schlagen. Und wie Schlacht um Mittelerde oder wie Westwoods Spielprinzip es halt war, war es halt auch wieder generische Reinkultur. Jede Bodenmission war gleich scheiße generisch. jede Raumschlacht war gleich scheiße generisch. Raumschlachten waren übrigens in maximal eine Minute vorbei, weil du einfach alles, was du hattest, auf die Gegner gezogen hast. Dann gab es eine große Schlacht in der Mitte und es wurde quasi per Zufall ausgewürfelt, sozusagen, wer gewonnen hat. Es gab keine Taktiken, du konntest einfach alles reinschubsen, fertig. Es gab auch einzelne Story-Missionen, die aber auch alle nur generisch waren, meistens Escort-Missionen waren. Aber der Großteil war halt so mehr so Echtzeit-Risiko, wenn du so möchtest. Planet erobern, Bodenmissionen verteidigen, Raumschlacht. Und es hat mich so angehört, ich habe mich so durchgequält durch die Kampagne, das glaubst du gar nicht. Es hat mich richtig desillusioniert, dieses Spiel. Und das wird halt auch mal sehr oft als Top-Spiel, als Top-Beispiel für Strategie, gute Echtzeitstrategie genannt. Obwohl es gibt einfach bisher kein gutes Echtzeitstrategiespiel im Star Wars-Universum. Ob so dieses grottige Force Commander war, das hier, oder halt Battlegrounds, alles durch die Bank richtig beschissene Spiele. Sehr schön. Also Rants über Real-Time-Strategy höre ich immer wieder gern. Ich mag das Genre, aber nicht in der Art. Ja, ich habe eigentlich nur noch ein Spiel auf meiner Liste. Und wir hatten ja schon 3D-Shooter, aber ich habe trotzdem noch einen. Den habe ich davor nicht genannt, weil er nicht so ins Schema passte. Denn jetzt würde ich gerne über einen alten 3D-Shooter reden, nämlich, ich habe ihn schon mal in unserer allerersten Folge angesprochen, nämlich Unreal und damit auch Unreal Tournament. Also
wie damals schon erwähnt, ich bin einfach kein Fan von Unreal und damit auch nicht vom Multiplayer-Ableger Unreal Tournament. Also ich kann es verstehen, dass Leute damals diese Spiele mochten, aber ich konnte damit persönlich einfach nichts anfangen. Und wer damals unseren ersten Podcast schon gehört hat, der weiß, ich habe das erste Level von Unreal wirklich geliebt. Also damals wunderbare Grafik, super angespannte Atmosphäre, als man da so waffenlos durch das erste Level Vorsicht gerobbt ist und auf keinen Gegner traf, das baute wirklich Stimmung auf und machte Lust auf mehr. Und zu dem Zeitpunkt freute ich mich echt auf wohl eins der besten Spiele aller Zeiten. Dann kam das zweite Level Outdoor mit dieser Riesenschlucht. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ich kenne das. Ich habe das alles noch sehr gut im Kopf. Ja, klar. Und das war irgendwie von der Konstruktion her auch noch wirklich beeindruckend. Aber nachdem ich das erste Mal kämpfen musste, hat es mich doch sehr ernüchtert, das Spiel. Die Kämpfe waren schwer, die machten mir persönlich auch keinen Spaß. Die Waffen fand ich komisch. Und nach ein paar Level wurde es auch für mich ein bisschen zu hart. Also ich muss sagen, ich war damals noch sehr, sehr jung. Also keine Ahnung, wann kam es aus? 96? 98. Dann war ich so 14, 15 vielleicht. Also war damals vom Schwierigkeitsgrad her für mich noch ein bisschen zu schwer. Und das Spiel wurde mir auch ein bisschen zu monoton. War auch kein Fan von den Gegnern und Level-Designs. Und was den Multiplayer-Part anging, ich war halt ein Quake-Kind und das war eine ganz andere Welt. Vom Speed her, von den Waffen, von der Physik. Mir machte Counter-Strike nicht Spaß und Unreal Tournament auch nicht. Also zugegebenermaßen, ich habe das Original Unreal Tournament eine ganze Weile gegen Bots gespielt, hat mich auch kurzfristig unterhalten. Echtes Multiplayer hingegen fand ich eher mau. Und das, obwohl ich eigentlich fand, dass bei dem Spiel wirklich interessante, gute Maps dabei waren und die Waffen zum größten Teil auch wirklich untereinander gut ausgebalanced waren. Allerdings die Waffen an sich haben mir dann wieder nicht so gefallen. Und irgendwie hatte ich immer mit diesen Waffen oder mit der Physik das Gefühl, dass ich nie wirklich genau dorthin zielen möchte oder dorthin gezielt habe, wo ich möchte. Keine Ahnung, also ich fand das auf von der ganzen Art und Weise her ein bisschen klobig. Und dann kamen so komische Waffen dazu, wie diese grüne Blobgun. Ich habe keine Ahnung, wie sie hieß. Wahrscheinlich hieß sie so, keine Ahnung. Ja, the green, you've killed someone with the green Blobgun. Nee, egal, aber wir haben es auch neulich, damals in meiner Firma, mal wieder am Abend als Multiplayer-Turnier mit 10 Leuten oder so gespielt. Und ich muss sagen, ich bleib bei meiner ursprünglichen Meinung. Also ich halt's nicht für einen guten, fesselnden Multiplayer-Shooter, aber da schwingt sehr viel persönlicher Gusto mit, das muss ich zugeben. Du hattest ja auch angesprochen, wir hatten das Thema Schmarrn und Unreal. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war jetzt, ob es bei unser erster Podcast war. War der erste, ja. Okay. Und ich hatte dir ja, glaube ich, teilweise relativ vehement widersprochen wegen Unreal, ne, weil ich da so gute Erinnerungen dran hatte. Ich hatte es mal vor einem halben Jahr oder so nochmal angespielt oder ich wollte es nochmal durchspielen mit diversen Fanpatches und Grafik-Updates. Und ich habe es ja auch bisher nur einmal durchgespielt in meinem Leben. Ich habe auch kaum noch Erinnerung an spätere Level. Mochte aber schon immer diese, die du jetzt nicht mochtest, die harte KI, weil es war mal was anderes war. Die war wirklich gut, die KI, für ihre Zeit. Und ich muss aber auch sagen, ich fand es nach 2 Stunden auch zu monoton und musste abbrechen. Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also das ist wirklich nicht gut gealtert, da hast du recht. Also grafisch sowieso nicht, das ist klar, obwohl es grafisch seinerzeit eine Wucht war. Aber nee, ich könnte es jetzt auch keinem mehr so wirklich ruhigen Gewissens empfehlen, außer vielleicht er möchte ein gutes, forderndes Spielerlebnis haben im Shooter-Genre und sich nicht quasi an der Hand führen lassen. Dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine Reise wert, vor allen Dingen, weil es auch noch riesige Außenlevel teilweise hat, auch wenn es um Bossgegner geht zum Beispiel. Da gebe ich dir teilweise wirklich recht. Also wer was Knackiges will, Oldschool knackig ist, der ist, glaube ich, bei Unreal gut aufgehoben. Aber ich fand es halt wirklich schade, weil damals diese Grafik, diese Unreal Engine, die sah super genial aus. Mhm. Die war super. Und jetzt, wenn du es dir jetzt anguckst, das ist schlimm. Das ist grauenhaft. Es ist, als ob die Figuren ausgeschnitten sind, weil die so eckig sind. Weil es sehr wenig Polygone gibt und die halt früher sehr gute Texturen wahrscheinlich hatten, so wie es aussah. Weil die ganzen Figuren bestehen echt nur aus ganz wenigen Polygonen, so wie es aussieht. Das sieht sehr, sehr eckig aus. Das ist ähnlich wie jetzt auch bei der Doom 3 Engine das so ist, wo die Figuren auch sehr, sehr eckig aussehen, jetzt nach heutigen Maßstäben. Doom 3 ist übrigens auch so ein Spiel, das auf diese Liste gehören würde heute, Stichwort monoton und so, aber ich hab's mal weggelassen, weil dann wär's zu viel 3D-Shooter gewesen. Hab ich letztes Mal wieder durchgespielt. Macht mir noch Spaß, aber der Grusel ist weg, warum auch immer.
Es war gruselig, aber ich fand es auch viel zu monoton. Alles war schwarz, dunkel, langweilig. Aber ich hätte trotzdem lieber jetzt ein Doom 4 als ein neues COD. Das stimmt natürlich. Sonst kommt ja ein neues Doom. Mal schauen, wie es wird. Gut. Geht dann nur noch mit Oculus Rift. Naja, nur wäre scheiße, aber ich würde es gerne mal mitspielen auf jeden Fall, klar. Gut. Gut, noch was zum Thema. Ne, ich glaube, jetzt habe ich alles absolviert. Außer du willst was über Operation Body Count hören oder Depth Dwellers, den zwei schlechtesten 3D-Shootern aller Zeiten. Das kenne ich gar nicht, deswegen für einen späteren Podcast vielleicht die schlechtesten Ego-Shooter oder so, keine Ahnung. Genau. Denn auf RTL-Niveau. Letztes Spiel meinerseits ist ein Rollenspiel. Magst du das Genre Action-Rollenspiele eigentlich? Kommt aufs Spiel drauf ein. Also Diablo 1 und 2 fand ich eigentlich doch schon sehr gut, ja. Und das Spiel, was ich jetzt nenne, ist aus dem Jahre 2002 und hört auf den tollen Namen Dungeon Siege. Damit ist nicht die Uwe Boll-Verfilmung gemeint oder die Verfilmungen sind es ja schon. Ich wollte gerade sagen, Dungeon Siege kommt mir als Titel bekannt vor und dann, als du Ja. Boll erwähnt Das hattest, ist, hat wusste ich auch richtig, warum. das hat richtig seinen schlechten Ruf, glaube ich, jetzt weg durch die Ja, Filme vor allen Dingen auch. An sich ist wahrscheinlich. die Reihe ja ganz okay, außer vielleicht der dritte Teil. Aber ich will jetzt explizit um den ersten reden. Dungeon Siege, schweres Wort. Sag mal dreimal hintereinander Dungeon Siege, das ist schon schwierig. Pass auf, ich probier's. Erstmal die Zunge locker machen. Dungeon Siege, Dungeon Siege, Dungeon Siege. Es ist Sag wirklich einfach nicht Dungeon einfach. Shit, Dungeon Shit, Dungeon Shit. Passt auf. DS, DS, DS. Ja. Genau. Dungeon Siege aus dem Jahre 2002 von Gas Powered Games. Gas Unter der Power. Führung von Chris Taylor, den kennst du vielleicht auch. Ja. Ich weiß gar nicht, was der gute Mann macht, aber ich finde ihn immer, der war immer so ein cooler Typ, immer lockeren Spruch auf der Lippe gehabt. Wahrscheinlich macht er es jetzt wie alle ehemaligen, wenn er ehemaliger Designer ist, er braut wahrscheinlich Bier. Jedenfalls hat er dieses Dungeon Siege auf die Beine gebracht, 2002. Es ist halt an sich schon so eine Art Diablo-Klon, aber noch ein bisschen mehr casual orientiert. Das Problem, was ich mit Dungeon Siege habe, ist nicht unbedingt das Spielprinzip, auch wenn es auf Dauer sehr langweilig wird, weil es halt zu einfach ist. Weil das Levelsystem funktioniert so, das habe ich vorher auch nur aus Lands of Lore 2 gekannt. Es kommt doch an, mit welcher Waffe du kämpfst, ob nun Magie oder die Waffe oder Bogen, das wird gelevelt, die Waffe, was du am meisten benutzt. Das Prinzip finde ich immer so ein bisschen langweilig, weil es gibt keine richtige Freiheit in der Entwicklung der Figur, wie in anderen Rollenspielen, obwohl in Diablo 3 gibt es das auch nicht mehr so unbedingt. Jedenfalls, das Problem mit Dungeon Siege, auch ein toller Name, ne? Die Dungeon-Belagerung. pass auf, jetzt. Dungeon Siege, Dungeon Siege, Dungeon Siege. Vergiss es, ich geb's auf. Ja, super, hast du toll gemacht. Jedenfalls, das Problem mit Dungeon Siege ist halt nicht unbedingt das bisschen karge Spielprinzip, sondern einfach die generische Welt. Ich glaube, ich habe diesen Podcast das Wort generisch irgendwie 100 Mal gesagt. Aber es ist nun mal so, leider. Die generische Welt und die eigentlich nicht vorhandene Story an sich. Also, das ist wirklich früher würde man sagen, so, wie heißt nochmal diese zufallsgenerierten Dungeon-Spiele? Hack nicht, wie heißt das denn nochmal? Dungeon Hack war ein Spiel, wo die Dungeons Das war zufällig. richtig schlecht. Aber so eine Art vielleicht kann man sich. Es ist so generisch aneinandergepflasterte Dungeons. Ich glaube, die waren auch wie bei Diablo im Zufallsprinzip. Korrigiert mich, wenn ich da Scheiße labere. Aber jedenfalls. Ich glaube, du laberst Scheiße, oder? Ich bin mir Es nicht war sicher. nicht zufallsgeneriert, weiß ich Ich auch nicht weiß mehr es auch nicht jetzt. mehr. Egal. Jedenfalls war das halt einfach aneinander geklatscht. Es wirkte halt wie so eine Schlau. Es waren halt eigentlich Levelschläuche aneinander geklebt mit Monstern. Das Coole noch war, an der Technik war noch, dass es halt wirklich schick aussah und halt keine Ladepausen hatte. Das heißt, von Abschnitt zu Abschnitt konntest du durchrennen. Es gab nicht wirklich einen Ladebildschirm. Damit wurde das Spiel auch, glaube ich, sehr, sehr stark beworben seinerzeit. Aber an sich war es wirklich nur generischer Schnickschnack. Man war auch alleine unterwegs, es gab keine Party. Deswegen, ich habe es auch bloß 2 Stunden gespielt und dachte mir, oh nee, danke. Der zweite Teil hat es ja wieder ein bisschen besser gemacht. Da gab es auch eine Party und gleich auch eine Story von Anfang an. Habe ich aber leider nie durchgespielt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, weil das war sehr vielversprechend. Und der dritte ist dann wieder in die gleiche Falle getappt wie der erste. Der kam dann von Obsidian Entertainment und hat wieder dieses generische Solo-Gameplay eingeführt, wo wirklich immer alles gleich war. Aber an sich die Reihe. Der Ruf der Reihe ist eh ruiniert worden durch Bolls exzellente Trilogie wahrscheinlich. Weißt du, was ein schöner Abschluss jetzt wäre? Wenn du es schaffen würdest, dreimal hintereinander ganz schnell Dungeon Siege zu sagen.
Probier es noch einmal. Dungeon Siege, Dungeon Siege. Okay. Brautkleid, Blaugrau, was auch immer. Ja, ich glaube, das war's für uns heute. Was? Ja. Ist es schon so spät, Andreas? Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Nee, also ich glaube, ich könnte noch zig Dutzende Titel erwähnen, weil ich habe auch bei der Recherche einen Fehler gemacht, mir mal so Top-Listen anzugucken, die 100 besten Spiele aller Zeiten. Und ich glaube, bei 80 Titeln würde ich da nicht zustimmen. Aber ich hatte schon immer einen sehr eigenen Geschmack, egal was Filme, Spiele anging. Also mit Top-Spielen, die die Allgemeinheit so definiert, konnte ich noch nie viel anfangen. Ja, es gibt aber auch so, also man braucht ja bloß irgendwelche Game-Ranking-Seiten anschauen, ob es nun hier Game-Rankings ist oder halt, wie heißt die andere nochmal, mit den ganzen Prozentwertungen, Metacritic oder so, oder halt auch, gibt es da Dutzende von. Und vieles, was da oben steht, kann ich genauso sehen wie du, da denke ich mir auch, wieso ist das so weit oben, was hat das da zu suchen, das ist doch einfach nur generisch. Ja. Ich muss mal so ein Phrasenschwein aufmachen, generischer Quatsch. Man merkt, dass da einfach die meisten Spiele durch irgendwelche nostalgisch verklärten Erinnerungen so hoch gewotet wurden. Ganz oben ist meistens Ocarina of Time zum Beispiel oder Super Mario 64. Ja, ja. Oder halt irgendwelcher neuer Scheiß von irgendwelchen Kiddies, die einfach mit den alten Spielen nicht aufgewachsen sind und die gar nicht traurigerweise mehr kennen. Die ganzen Perlen, die wirklich, wirklich gut waren und Innovatives geleistet haben. Und ich denke mal, in diesen Top 20 oder Top 100 Listen wird auch die Hälfte davon von Zelda und Mario zugekleistert sein. Sowieso, weil es ist ja auch, wenn du Ocarina of Time siehst, das wird ja so eklatant überbewertet. 98, 96. Vielleicht war es für die Konsolenspieler was Besonderes, weil die sowas nicht kannten. Aber auf dem PC zum Beispiel, ich will jetzt keinen Krieg starten, aber da gab es zu der Zeit halt schon weit bessere Open-World-Rollenspiele, die auch vor allen Dingen ein geileres und ernsteres Setting und geilerer Story hatten. Mhm. Eine Menge D&D-Rollenspiele zum Beispiel von SSI oder sowas. Ja, aber eins hat mich trotzdem gewundert bei deiner Liste heute. Ich habe ein Spiel vermisst, von dem ich dachte, dass du es eigentlich bringen wirst. Alien Isolation, wo war's? Ja, ich warte da immer noch auf die Game of the Year Edition mit vielleicht ein paar Patches, weil in dem Zustand, wie es gespielt hatte, war es halt meiner Meinung nach teilweise untragbar. Also da waren eklatante Fehler drin, was KI anging und Steuerung und UI. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie diese DLCs sich spielen. Viele sagen ja, dass die Nostromo-Mission ziemlich geil sein soll, auch wenn ich mir da nicht vorstellen kann, was man da großartig spielen soll. Ich werde dem Spiel nochmal eine Chance geben, vielleicht Mitte, Ende des Jahres, wenn es mal, wie gesagt, in einer großen Edition rauskommt, wo dann hoffentlich ein bisschen was gefixt wurde. Aber wenn es so bleibt, wie es ist, wäre es auf jeden Fall auf meiner Personal Flop 5 2014 weiterhin. Also ich musste da, du weißt es ja wahrscheinlich, widersprechen. Ich fand es wirklich ein super tolles Spiel. Ja, aber du hast es auch nicht durchgespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, das stimmt. Aber ich werde es demnächst auf jeden Fall immer mal wieder weiterprobieren. Bei mir liegt es auch einfach auch zeitlich dran. Aber es stimmt, wenn jemand sagt, dass es teilweise sehr schwierig ist. Also mir kommt es halt sehr schwierig vor. Und ja, es ist nicht unbedingt schwierig, weil die KI schwierig ist. Obwohl die KI sehr komisch programmiert ist, muss ich sagen. Aber es ist schwierig, weil halt auch die Steuerung da mitwirkt. Du hast nie wirklich Feedback so richtig, ob du jetzt eigentlich gesehen wirst oder nicht. Manchmal wirst du gesehen, obwohl du eigentlich versteckt bist. Das ist alles so random irgendwie. Soll es ja auch sein, aber das ist irgendwie zu random. Das ist nicht gut programmiert, meiner Meinung nach. Nicht zu Ende gedacht, sagen wir es so. Hm. Nee, also wie gesagt, ich fand es echt ein gutes Spiel. Ich fand es sehr gut gemacht. Ich finde es eins der besten Spiele 2014. War, glaube ich, meine Top 3 zusammen mit The Long Dark and If My Heart Had Wings. Egal. Wie gesagt, mich hat es halt teilweise ein kleines bisschen gefrustet, weil es teilweise schon ein bisschen schwierig ist. Aber ansonsten hat es mir super gefallen. Aber ich glaube, wir schweifen schon wieder super ab. Sagen wir es so, es ist besser als Colonial Marine. Das ich mir übrigens vor einigen Wochen für 3 Euro gekauft habe. Ja, ich habe es auch für 5 Euro mal gekauft. Obwohl ich es schon mal durchgespielt hatte und voll enttäuscht war. Aber ich will es ja unbedingt mal mit dir im Koop spielen. Und da könnte es vielleicht sogar Spaß machen. Das können wir auf jeden Fall machen, weil ich will es unbedingt mal ausprobieren. Was man davon hört, nur Gutes. Es ist halt schade, die ganzen vertanen Chancen. Das ist aber ein anderes Thema. Vor allem die Previews, die sahen ja wunderbar aus damals. Da wurden ja teilweise auch ganze Cutscenes rausgehauen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und die ganzen Effekte. Also ich nehme an, gerade so effektemäßig, wahrscheinlich A, weil der Terminplan wieder nicht gepasst hat und B, weil du es halt für die Konsolen runterstufen musstest. Naja, es wurden später ein paar Dinge nachgepatcht an Effekten. Da gab es auch später einen riesigen Gigabyte großen Patches.
Aber es sieht trotzdem noch nicht so aus, wie es in der Preso aussah früher. Ich bin sehr skeptisch, wenn Patches ein paar Gigabyte brauchen. Ja, ich glaube, der größte war wirklich dieser Shader oder Grafikpatch. Da war, glaube ich, 6, 7 Gigabyte groß. Also da sah dann war das Spiel ein bisschen anders. Nicht ganz, aber es ist jetzt so ein Mittelweg zwischen dem Demo und dem Ursprungsspiel. Gut. Aber es ist trotzdem immer noch ziemlich hässlich. Dann werden wir das demnächst spielen und ein Full-Length-LP together rausbringen oder so. Nee, ich habe schon LP gemacht, davon eins reicht. Du hast ein LP davon gemacht? Ach ja, Ja. stimmt. Ich habe es mir damals nicht angeguckt, weil ich dachte, vielleicht spiele ich selber mal. Ja, eine Tragödie in 23 Akten. Das heute war Mit dem wohl besten Endkampf aller Zeiten. Ja, und ich glaube heute, das war die Tragödie im siebten oder achten Akt unseres Ich glaube, acht, ja. Podcasts. Ja, und ich glaube, wir sollten auch langsam mal Schluss machen, oder? Ja, ich glaube, es wird auch der kürzeste Podcast jetzt werden, Ich wahrscheinlich. glaube es fast gar nicht, aber ist Nee? wurscht. Ja, aber ich schneide da eh wieder die Hälfte raus, Ja, das deswegen. befürchte ich ja. Da weine ich ja jedes Mal Tränen, wenn die Hälfte meiner Perlen, die ich vor die Säue hier werfe, einfach so verschwinden. Total. Ich war wenigstens nicht ganz so unvorbereitet wie in den letzten beiden Podcasts. Ich entschuldige mich bei jedem für die letzten beiden. Gerade beim letzten, ich habe so viel Halbwissen und falsche Sachen erzählt, gerade in Details. Dafür nochmal eine Entschuldigung an das ganze Publikum bei den Kindheitsserien. Ich habe viel Müll erzählt, ich habe sie im Nachhinein gehört, war entsetzt. Ich gelobe Besserung. Ja, ich entschuldige mich auch jetzt schon mal bei Leuten, denen ich jetzt vielleicht auf die Füße getreten bin mit meinen Einsichten oder Ansichten zu bestimmten Spielen und Spielereien, aber. Aber ich muss sagen, diese Folge hat mich ein bisschen innerlich befreit. Ich bin endlich mal das losgeworden, was ich schon immer loswerden wollte, über die Spiele, die mich am meisten nerven. Also ich fühle mich wie immer. Ich fühle mich fast so befriedigt wie eine Episode von japanischen Dildos, was auch immer. Und damit Schluss für heute. Ja, bitte. Und wir werden auch hoffentlich nicht wieder 7 Monate brauchen bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.